geistlicher Wegweiser nach dem heiligen Thomas von Aquin, in seiner Summa Theologiae, verfasst von seiner Exzellenz Erzbischof Marcel Lefebvre, Gründer der Priesterbruderschaft St. Pius X., für die Seminaristen und Priester der Bruderschaft, gedruckt und herausgegeben vom Internationalen Priesterseminar St. Pius X. in Econ am 7. Oktober 1990, dem Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Am Fest der unbefleckten Empfängnis der allerseligsten Jungfrau Maria, dem 8. Dezember 1989. Vorwort. Besonders an euch, Priester und Seminaristen der Priesterbruderschaft St. Pius X., richten sich die wenigen folgenden Seiten, an euch, die ihr am heutigen Tag euer treue Versprechen zu dieser katholischen und römischen Gesellschaft, die von den Ortsbischöfen und den römischen Behörden offiziell genehmigt wurde, erneuert. Wenn der Heilige Geist mir erlaubt, diese kurzen geistlichen Betrachtungen zu verfassen, bevor ich, wenn Gott mir gnädig ist, in den Schoß der allerheiligsten Dreifaltigkeit eingehe, dann hat er mir erlaubt, das Traumbild zu verwirklichen, das er mich eines Tages in der Kathedrale von Dakar schauen ließ, nämlich angesichts des fortschreitenden Verfalles des priesterlichen Ideals, das katholische Priestertum unseres Herrn Jesus Christus weiterzugeben, in der ungetrübten Reinheit der Lehre, in seiner grenzenlosen missionarischen Liebe, so wie er es seinen Aposteln übertragen hat und so wie es die römische Kirche bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts übertragen hat. Aber wie sollte das verwirklicht werden, was mir damals als die einzige Lösung zur Erneuerung der Kirche und der Christenheit erschienen war? Noch war es ein Traumbild, in dem sich mir aber schon die Notwendigkeit gezeigt hat, nicht nur das authentische Priestertum zu übertragen, nicht nur die von der Kirche bestätigte sana doctrina, die gesunde Lehre, sondern den tiefen und unwandelbaren Geist des katholischen Priestertums und des christlichen Geistes, die in ihrem ganzen Wesen mit dem erhabenen Gebet unseres Herrn verbunden sind, das sein Kreuzesopfer ewig zum Ausdruck bringt. Das wahre Priestertum ist restlos abhängig von diesem Gebet. Daher war ich immer so sehr von diesem Wunsch beseelt, den Weg zur wahren Heiligung des Priesters nach den Grundprinzipien der katholischen Lehre über die christliche und priesterliche Heiligung zu weisen. Ich zitiere hier gern die Worte des heiligen Paulus, die immer so ausdrucksvoll bleiben. Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Jesus Christus als unseren Herrn, uns aber als treue Diener durch Jesus. Und weiter, gedenket eurer Vorsteher, welche euch das Wort Gottes verkündet haben, auf den Ausgang ihres Wandels schauend. Ahmet ihren Glauben nach. Jesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula. Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Das war ihr Glaube. Weil das Königtum unseres Herrn nicht mehr den Mittelpunkt der Sorgen und der Aktivitäten jener ausmacht, die unsere Präpositi, unsere Vorsteher sind, verlieren sie den Sinn für Gott und das katholische Priestertum, und so können wir ihnen nicht mehr folgen. O allerseligste, unbefleckte Jungfrau Maria, die du uns durch das außerordentliche Privileg deiner unbefleckten Empfängnis alle grundlegenden Wahrheiten unseres Glaubens lehrst und verdient hast, die Mutter des ewigen Priesters zu sein, bilde in uns den Priester Jesu Christi heran und mache uns weniger unwürdig, an diesem göttlichen Priestertum teilzuhaben. Marcel Lefebvre. Saint-Michel-en-Brenne, am 29. Januar 1990, dem Fest des heiligen Franz von Sales. Auf die Heiligkeit unter dem Patronat der allerseligsten Jungfrau Maria. Weil ich von dem Wunsch beseelt bin, dem Anwärter auf die Heiligkeit und vor allem auf die priesterliche Heiligkeit die bestmöglichen Voraussetzungen für das Erreichen dieses Zieles zu schaffen, scheint es mir unerlässlich,
sogar noch vor der Betrachtung der dafür wesentlichen Elemente und Etappen, daran zu erinnern, dass die allerseligste Jungfrau Maria bei dem Erlangen der Heiligkeit in ganz besonderer Weise mitwirkt und das nach dem Willen Gottes. Wenn das fleischgewordene Wort, das wahrhaftig keiner Mutter bedurft hätte, um unter uns seine Aufgabe der Erlösung zu erfüllen, wollte, dass seine göttliche Person Leib und Seele im Schoß Mariens empfange, um 30 seiner 33 Lebensjahre seiner Mutter untertan geblieben ist und in gewissem Sinn durch Maria herangebildet wurde, wie könnten dann wir, arme, sündige Geschöpfe, uns vorstellen, dass wir die wirksame Hilfe Mariens nicht nötig hätten, um in uns den Christen und den Priester heranzubilden. Wir werden, hoffe ich, Gelegenheit haben, ausführlicher über diesen notwendigen Einfluss Mariens für die Heiligung unserer Seele zu sprechen, aber es schien mir wichtig, die Erinnerung an diese Bedingung sine qua non für unsere Heiligung wachzurufen, damit diese Abhandlung ganz und gar unter ihren Schutz und Schirm gestellt sei. Tota pulchra es, o Maria, et macula non est in te. Ganz schön bist du, o Maria, und kein Makel ist an dir. Geistlicher Wegweiser nach dem heiligen Thomas von Aquin. O sapientia, quae ex ore altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia, veni ad docendum nos viam prudentiae. O Weisheit, die du aus dem Munde des Allerhöchsten hervorgegangen bist, die du mit Macht wirkest, die du reichst von einem äußersten Ende bis zum anderen und alles lieblich ordnest, komm, lehre uns den Weg der Klugheit. Das ist es tatsächlich, was unser Herr uns lehren wird, wenn er zu uns kommt. Er ist die fleischgewordene Weisheit, er ist der Prophet, er ist der Priester, er ist der König. Seine göttliche Seele ist der Tempel, der alle diese Reichtümer schützt. Hat es je eine Wiege oder die Geburt eines Kindes unter den Menschen gegeben, über der aller Glanz der Herrschaft Gottes auf der Welt in einer so unvergleichlichen Weise erstrahlt ist? O ja, es war die Wiege und die Geburt des Kindes, das uns bald als der Weg oder die Straße der Rückkehr des Menschen zu Gott erscheinen wird. Nachdem ich aufgrund der Entscheidung des Generaloberen der Väter vom Heiligen Geist Afrika, wo ich seit 1932 gewesen war, verlassen musste, um 1945 bis 1947 die Direktion des Scholastikats der Philosophie der Ordensprovinz Frankreich in Mortain zu übernehmen, war ich infolgedessen auch damit betraut, geistliche Vorträge zu halten. Zur Ausarbeitung meines Programms dafür habe ich den Traktat über die Tugenden in der Summa Theologiae herangezogen und die Notizen niedergeschrieben, die mir geholfen haben, diese Vorträge zu halten. Die Jahre sind vergangen und meine Überzeugungen hinsichtlich des Schatzes, den die Summa Theologiae in Übereinstimmung mit dem ständigen Lehramt der Kirche darstellt, haben sich nur noch vertieft. Da die Summa Theologiae des heiligen Thomas das Knochengerüst der Glaubenswissenschaft für jeden Seminaristen und jeden Priester ist, der dem Wunsch der Kirche entsprechend seinen Verstand durch das Licht der Offenbarung erleuchten und so die göttliche Weisheit erwerben will, scheint es mir in höchstem Grad wünschenswert, dass diese Priesterseelen in dieser Summa nicht nur das Licht des Glaubens finden, sondern auch die Quelle der Heiligkeit, des Gebetslebens und der Betrachtung, der vollkommenen und vorbehaltlosen Aufopferung an Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, den Gekreuzigten, um sich und die ihnen anvertrauten Seelen für die ewige Seligkeit im Schoß der allerheiligsten Dreifaltigkeit vorzubereiten. Dieses Ideal ist zweifellos für meine Fähigkeiten viel zu anspruchsvoll
und ich wünsche mir, dass mit der Gnade Gottes begabtere Priester der Bruderschaft, als ich es unternehmen werden, aus der Summa Theologiae des heiligen Thomas die geistliche Summe zu ziehen. Ich möchte versuchen, mit der Auswahl einiger Leitgedanken aus der Summa auf den unermesslichen geistlichen Reichtum aufmerksam zu machen, den sie enthält, und vor allem auf die geistliche Sicherheit, die diese Betrachtungen verleihen, weil sie auf einem erleuchteten Glauben beruhen und nicht auf einem religiösen Sentimentalismus oder einem subjektivistischen Charismatismus. Wenn doch diese wenigen Betrachtungen zu einer geistlichen Unwandelbarkeit verhelfen könnten, die an der Unwandelbarkeit Gottes 190, Prolog. Geliebte Leser, am Abend eines langen Lebens, 1905 geboren, erlebe ich das Jahr 1990, kann ich sagen, dass dieses Leben gekennzeichnet war durch außergewöhnliche, weltbewegende Ereignisse, drei Weltkriege, jener von 1914 bis 1918, jener von 1939 bis 1945 und jener des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1962 bis 1965. Die infolge dieser drei Kriege übereinander aufgehäuften Katastrophen, besonders jene des letzten, sind auf dem Gebiet der materiellen, aber noch viel mehr der geistigen Zusammenbrüche unabsehbar. Die beiden ersten haben den Krieg im Inneren der Kirche vorbereitet, indem sie den Verfall der christlichen Einrichtungen und die Herrschaft der Freimaurerei erleichtert haben, die so mächtig geworden ist, dass sie mit ihrer liberalen und modernistischen Lehre bis tief in die leitenden Stellen der Kirche eingedrungen ist. Da ich durch die Gnade Gottes schon während meiner Zeit im Seminar in Rom vom Rektor des französischen Seminars, dem verehrten Pater Lefloche, und von den Professoren, den hochwürdigen Patres Vögtli, Frey und Leroyek, über die für die Kirche tödliche Gefahr dieser freimaurerischen Einflüsse unterrichtet worden war, konnte ich während meines ganzen priesterlichen Lebens feststellen, wie sehr ihre Appelle zur Wachsamkeit, die auf den Lehren der Päpste, vor allem auf der des heiligen Papstes Pius X. beruhten, berechtigt waren. Wie sehr diese Wachsamkeit nicht nur die Lehre betreffend berechtigt war, konnte ich aus persönlicher Erfahrung feststellen, aufgrund des Hasses, den diese Wachsamkeit in den liberalen Kreisen sowohl der Laien als auch der Kirche hervorgerufen hat, eines diabolischen Hasses. Die unzähligen Kontakte mit den höchsten zivilen und kirchlichen Behörden in zahlreichen Ländern, besonders in Frankreich und in Rom, zu denen die mir übertragenen Ämter geführt haben, haben mir wertvolle Beweise dafür geliefert, dass im Allgemeinen für alle jene ein günstiger Wind wehte, die zu den Kompromissen mit den freimaurerischen liberalen Idealen neigten und dem entschiedenen Festhalten an der überlieferten Lehre ablehnend gegenüberstanden. Ich glaube, sagen zu können, dass nur wenige Personen in der Kirche in dem Ausmaß Erfahrungen machen und Informationen sammeln konnten, als dass mir, nicht aus eigener Absicht, sondern nach dem Willen der Vorsehung möglich war. Als Missionar in Gabun waren meine Kontakte zu den zivilen Behörden natürlich häufiger als jene, die ich als Vikar in Marais-le-Lhomme in der Diözese von Lille hatte. Diese Zeit in der Mission war durch die gaullistische Invasion gekennzeichnet. Wir konnten den Sieg der Freimaurer über die katholische Ordnung Pétains feststellen. Es war die Invasion der Barbaren ohne Glauben und Moral. Vielleicht werden eines Tages meine Memoiren einige Einzelheiten über diese Jahre von 1945 bis 1960 bringen, die diesen Krieg im Inneren der Kirche veranschaulichen würden. Lesen Sie die Bücher von Marteau über diese Zeit, sie sind sehr aufschlussreich. Anmerkung: Jacques Marteau, französischer Historiker, L'Église de France devant la Révolution Marxiste, Band 1, Les Voies Insondables, 1936 bis 1944, Band 2,
Les Catholiques dans la Tourmente, 1944 bis 1958. Der Bruch zwischen dem Liberalismus und der Lehre der Kirche verschärfte sich in Rom und außerhalb von Rom. Die Liberalen, denen es gelungen war, Päpste wählen zu lassen, wie Johannes den 23. und Paul den 6., verschafften ihrer Lehre durch das Konzil den Triumph, und das war das Zaubermittel, um die gesamte Kirche zur Annahme ihrer Irrtümer zu zwingen. Wer das dramatische Turnier zwischen Kardinal Beja und Kardinal Ottaviani miterlebt hat, der erstere Repräsentant des Liberalismus, der zweite Verteidiger der Lehre der Kirche, dem war es nach der Abstimmung der 70 Kardinäle klar, dass ein Bruch vollzogen war. Anmerkung. Der zentralen Vorbereitungskommission des Konzils waren zwei Schemata vorgelegt worden. Eines von Kardinal Beja mit dem Titel »Über die Religionsfreiheit«, das andere von Kardinal Ottaviani mit dem Titel »Über die religiöse Toleranz«. Das erste umfasste 14 Seiten, ohne sich im Mindesten auf die vorhergegangenen lehramtlichen Entscheidungen zu beziehen. Das zweite umfasste 7 Seiten Text und 16 Seiten Hinweise und Belegstellen von Pius dem 6. 1790 bis Johannes dem 23. 1959. Das Schema Kardinal Beers enthielt nach meiner Ansicht und nach der einer nicht unerheblichen Zahl von Konzilsvätern Behauptungen, die nicht mit der Wahrheit der ewigen Kirche übereinstimmten. Und man konnte, ohne sich zu täuschen, annehmen, dass sich die Unterstützung des Papstes den Liberalen zuwenden würde. So lag von da an das Problem klar vor aller Augen. Was werden jene Bischöfe tun, die sich der Gefahr bewusst sind, der die Kirche ausgesetzt ist? Alle stellen fest, dass im Inneren der Kirche die neuen Ideen triumphieren, die aus der Französischen Revolution und aus den Logen hervorgegangen sind. 250 Kardinäle und Bischöfe freuen sich über ihren Sieg. 250 sind niedergeschmettert. 1750 versuchen, hier keine Probleme zu sehen und folgen dem Papst. Man wird später schon sehen. Das Konzil ist zu Ende gegangen. Die Reformen vermehren sich so schnell wie nur möglich. Die Verfolgung beginnt gegen die traditionalistischen Kardinäle und Bischöfe und dann bald überall gegen die Priester und die Ordensmänner oder Ordensfrauen, die sich bemühen, die Tradition zu bewahren. Es ist der offene Krieg gegen die Vergangenheit der Kirche und ihre Einrichtungen. Aggiornamento, aggiornamento. Das Ergebnis dieses Konzils ist viel bösartiger als jenes der Französischen Revolution. Die Hinrichtungen und die Martyrien ereignen sich schweigend. Zehntausende Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen brechen ihre Gelübde. Die anderen lassen sich laisieren, die Klausuren verschwinden, die Zerstörungswut überflutet die Kirchen, die Altäre werden zerstört, die Kreuze verschwinden, die Seminare und Noviziate leeren sich. Die noch katholischen bürgerlichen Gesellschaften werden unter dem Druck der römischen Behörden laizisiert. Unser Herr darf hienieden nicht mehr herrschen. Der katholische Unterricht wird ökumenistisch und liberal. Die Katechismen werden geändert und sind nicht mehr katholisch. Die Gregorianer in Rom wird koedukativ und der heilige Thomas bildet nicht mehr die Grundlage des Unterrichts. Was ist angesichts dieser öffentlich zugegebenen, alles umfassenden Feststellung die Pflicht der Bischöfe, der offiziell verantwortlichen Mitglieder der Institution, welche die Kirche darstellt? Was werden sie tun? Für viele ist diese Institution unantastbar, selbst wenn sie sich nicht an den Zweck hält, zu dem sie errichtet ist. Jene, welche die Stühle Petri und der Bischöfe einnehmen, sind verantwortlich. Die Kirche muss sich eben ihrer Zeit angleichen. Die Exzesse werden vorübergehen. Es ist besser, die Französische Revolution in unserer Diözese hinzunehmen und sie zu lenken, als ihr zu widersprechen. Unter den Traditionalisten nehmen zahlreiche,
die von jetzt an von Rom missachtet werden, ihren Abschied und einige, wie der Erzbischof Morsilio von Madrid und der Erzbischof McQuaid von Dublin, sterben vor Kummer, ebenso auch viele glaubenstreue Priester. Es ist klar, dass die ideologische Revolution im Inneren der Kirche einzudämmen gewesen wäre, wenn viele Bischöfe so gehandelt hätten wie Bischof Antonio de Castromeia von Campos in Brasilien, denn man darf sich nicht scheuen zu erklären, dass die derzeitigen römischen Behörden seit Johannes dem 23. und Paul dem 6. aktive Kollaborateure der jüdischen internationalen Freimaurerei und des Weltsozialismus geworden sind. Johannes Paul II. Ist vor allem ein kommunistenfreundlicher Politiker im Dienst eines Weltkommunismus mit religiöser Färbung. Er greift offen alle antikommunistischen Regierungen an und bringt mit seinen Reisen keinerlei katholische Erneuerung. Diese konziliaren römischen Behörden können also nichts anderes tun, als jeder erneuten Bekräftigung des traditionellen Lehramtes grausam und gewaltsam entgegentreten. Die Irrtümer des Konzils und seine Reformen bleiben die offizielle Norm, konsekriert durch den im März 1989 eingeführten Glaubenseid des Kardinals Ratzinger. Niemand hat geleugnet, dass ich offiziell anerkanntes Mitglied des Chors der Bischöfe war. Das Annuario Pontificio, das päpstliche Jahrbuch, hatte das bis zur Konsekration der Bischöfe von 1988 bestätigt und mich als emeritierten Erzbischof, Bischof der Diözese Tulle ausgewiesen. Aufgrund eben dieses meines Rechtstitels eines katholischen Erzbischofs habe ich geglaubt, der von den eigenen Mitgliedern wundgeschlagenen Kirche einen Dienst zu erweisen, wenn ich eine Gesellschaft zur Heranbildung wahrer katholischer Priester gründe, die Priesterbruderschaft Sankt Pius X., die von Bischof Charrière von Freiburg in der Schweiz ordnungsgemäß genehmigt und von Kardinal Wright, dem Präfekten der Kongregation für den Klerus, mit einem Belobigungsschreiben ausgestattet wurde. Ich konnte und musste natürlich damit rechnen, dass diese Bruderschaft, die allen lehrmäßigen, disziplinären, liturgischen etc. Traditionen der Kirche verbunden sein wollte, nicht lange von dem liberalen Zerstörern der Kirche genehmigt bleiben würde. Ein Geheimnis bleibt es aber, dass es nicht 50, nicht 100 Bischöfe gegeben hat, die wie Bischof Antonio de Castromeia und ich selbst als wahre Nachfolger der Apostel gegen die Betrüger vorgegangen sind. Es ist weder Stolz noch Selbstgefälligkeit zu sagen, dass Gott in seiner erbarmungsvollen Weisheit das Erbe seines Priestertums, seiner Gnade, seiner Offenbarung mit Hilfe dieser beiden Bischöfe gerettet hat. Nicht wir haben uns dazu erwählt, sondern Gott, der uns geführt hat, alle Reichtümer seiner Menschwerdung und seiner Erlösung zu bewahren. Diejenigen, die glauben, diese Reichtümer bagatellisieren zu müssen, ja, sie zu leugnen, können nichts anderes tun, als uns zu verurteilen, was aber nur dazu führt, dass sie mit ihrem Laizismus und ihrem apostatischen Ökumenismus ihr Schisma gegenüber unserem Herrn und seinem Königtum bekräftigen. Ich höre sagen, sie übertreiben, es gibt immer mehr gute Bischöfe, die beten, die den Glauben haben, die erbaulich sind. Selbst wenn sie Heilige wären, sobald sie die falsche Religionsfreiheit anerkennen, also den laizistischen Staat, den falschen Ökumenismus, also die Anerkennung mehrerer Wege zum Heil, die Liturgiereform, also die praktische Leugnung des Messopfers, die neuen Katechismen mit allen ihren Irrtümern und Häresien, tragen sie offiziell zur Revolution in der Kirche und zu deren Zerstörung bei. Der gegenwärtige Papst und diese Bischöfe bringen uns nicht mehr unseren Herrn Jesus Christus, sondern eine sentimentale, oberflächliche, charismatische Religiosität, durch die nicht mehr die wahre Gnade des Heiligen Geistes in ihrer Gesamtheit herabkommt.
Diese neue Religion ist nicht die katholische Religion. Sie ist steril, unfähig, die Gesellschaft und die Familie zu heiligen. Für das Fortbestehen der Kirche ist nur eines notwendig: voll und ganz katholische Bischöfe, ohne jeden Kompromiss mit dem Irrtum, die katholische Seminare gründen, wo junge Aspiranten sich mit der Milch der wahren Lehre nähren können und unseren Herrn Jesus Christus in den Mittelpunkt ihres Verstandes, ihres Willens, ihres Herzens stellen. Dort wird sie ein lebendiger Glaube, eine tiefe Liebe, eine Hingabe ohne Grenzen mit unserem Herrn vereinen. Dort werden sie wie der heilige Paulus darum bitten, dass man für sie betet, damit sie in der Wissenschaft und in der Weisheit des Mysteriums Christi voranschreiten, wo sie alle göttlichen Schätze entdecken werden. Dann sollen sie sich darauf vorbereiten, Jesus Christus zu predigen, und zwar Jesus Christus den Gekreuzigten, importune, opportune. Seien wir Christen, sogar alle menschlichen, alle rationalen Wissenschaften sollen vom Licht Christi erleuchtet sein, der das Licht der Welt ist und der jedem Menschen seinen Verstand gibt, sobald er auf die Welt kommt. Das Übel des Konzils ist die mangelnde Kenntnis Jesu Christi und seines Königtums. Es ist das Übel der bösen Engel, das Übel, das der Weg zur Hölle ist. Weil dem heiligen Thomas ein außergewöhnliches Wissen über das Mysterium Christi gegeben war, hat ihn die Kirche hierüber zu ihrem Lehrer gemacht. Lesen wir immer und immer wieder die Enzykliken der Päpste über den heiligen Thomas und über die Notwendigkeit, ihm bei der Heranbildung der Priester zu folgen, damit wir keinen Augenblick im Zweifel sind über den Reichtum seiner Schriften, vor allem seiner Summa Theologiae, um uns so einen unwandelbaren Glauben zu verschaffen und das sicherste Mittel durch Gebet und Betrachtung Zugang zu den himmlischen Gestaden zu finden, die dann unsere vom Geist Jesu entflammte Seele durch die Wechselfälle dieses irdischen Lebens hindurch nicht mehr verlassen werden. Marcel nachfolgend, erstes Kapitel. Gott. Nach dem Vorbild des heiligen Thomas und ihm nachfolgend werden unsere Betrachtungen aufgebaut sein auf dem Glauben, auf der Offenbarung und vielleicht auch auf den Argumenten der Vernunft. Justus ex fide vivit. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Der Gerechte, der Heilige, lebt vom Glauben, weil der Glaube wie im Keim die Anschauung Gottes in sich trägt. Wir sind also auf dieses Ziel hin erschaffen worden. Der Glaube übernimmt die Erleuchtung unseres Verstandes und verleiht ihm eine unvergleichliche Weisheit. Der erste Gegenstand des Studiums, den die Summa Theologiae vorlegt, ist Gott. Er ist auch der erste Gegenstand des Vaterunsers. Vater unser, der du bist im Himmel. Die erste Bekräftigung unseres Credo ist: Ich glaube an den einen Gott, und das erste Gebot lautet: Du sollst keinen anderen Gott außer mir haben. Das erste Gut des Menschen und das letzte, sein Ursprung und sein Ziel, das Glück aller seiner Tage und die Ewigkeit ist Gott. Von ihren ersten bewussten Stunden an muss sich die Seele des Kindes zu Gott hinwenden und sich in der erhabenen Sonne Gottes entfalten. Quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, welches jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Selig die Engel, die in ihrem Herzen eingeprägt bewahrt haben: Quis ut Deus, wer ist wie Gott? Und die in der Prüfung nicht gestrauchelt sind. Selig die allerseligste Jungfrau Maria, die unbefleckt Empfangene, die seit ihrer zartesten Kindheit ihre Seele für immer Gott zugewendet hat. Selig die Seele unseres Herrn, die vom Augenblick ihrer Erschaffung an durch die Anschauung Gottes erleuchtet war.
Warum dieses Aufschieben? Warum dieses Verzögern? Diese Seelenblindheit in der Erkenntnis und der Liebe Gottes, sogar bei vielen Getauften. Diese Feststellung löst die Klagen unseres Herrn aus in den Psalmen, in den Improperien des Karfreitags, im ersten Kapitel des heiligen Johannes. Man kann sich vorstellen, dass seine Todesangst im Garten des Ölbergs von der Feststellung dieses faktischen Atheismus kam. Die Liebe wird nicht geliebt. Non requirunt Deum, sie suchen Gott nicht. Eum non receperunt, sie nahmen ihn nicht auf. Kann uns dieses Drama gleichgültig lassen? Diese Tatsache, dass Gott unbekannt ist, können wir nicht fassen. Was können wir dagegen tun? Die gesamte moderne Gesellschaft führt zu dieser Unkenntnis. Aber sollte nicht bei uns selbst zu viel Unwissenheit über Gott herrschen? Bemühen wir uns, über Gott zu meditieren, um uns diesem unauslotbaren Geheimnis zu nähern, dem Alpha und Omega, dem Principium et Finis, dem Anfang und Ende, des mit dem fleischgewordenen Wort ausgedrückten Geheimnisses der Liebe. Der heilige Thomas ladet uns ein, Gott besser zu kennen in seiner Einheit, in seiner Dreifaltigkeit, in seinen Werken. Kann uns diese Betrachtung der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die unsere ewige Glückseligkeit ausmachen wird, nicht im Glauben und im Heiligen Geist eine Skizze, einen Abglanz dieser Glückseligkeit bieten? Dazu seien einige Studien erwähnt, die helfen könnten, die Unterweisung der Summa zu vervollständigen oder zu erklären. Pater Reginald Garrigou-Lagrange, OP, Les Perfections Divines, Beauchesne, Paris, 1936. Pater Thomas Paig, OP, Commentaire littéral de la Somme théologique, 21 Bände, Toulouse, 1907 bis 1931. Pater Léonard Lessieux, Essier, Les Noms Divins, Gauthier-Villard, Paris, 1884. Pater Emmanuel, Pfarrer von Ménil-Saint-Loup, Dieu und La Trinité, beides Edition Fideliter. Dom Columba Marmion OSB, Le Christ, Ideal du Moine, erstes Kapitel, Deutsch, Christus unser Ideal, Paderborn, 1928. Es ist damit nicht beabsichtigt, eine theologische Studie zu beginnen, sondern sich etwas der erhabenen Realität, die Gott ist, zu nahen und uns vor seinen unendlichen Attributen und Vollkommenheiten der Anbetung, der Demut und der glühenden Opferbereitschaft hinzugeben in der Nachfolge Jesu Christi und der allerseligsten Jungfrau Maria. Etwas mehr Wissen um die Unendlichkeit Gottes und seine grenzenlose Liebe und Barmherzigkeit müsste uns helfen, in der Liebe zu Gott fortzuschreiten, uns von der Sünde abzuwenden und in der Tugend zu festigen. Und das ist übrigens auch der Weg, dem alle heiligen Seelen unter dem Einfluss des Geistes Jesu gefolgt sind. Die Existenz Gottes. Der Glaube, der das sicherste Wissen ist, auf das wir uns berufen, lehrt uns die Existenz Gottes. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, Factorem Caeli et Terre, Visibilium Omnium et Invisibilium. Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Er lehrt uns, dass Gott Geist ist, Spiritus est Deus. Unser Herr lehrt es die Samaritanerin, er ist also ein allmächtiger Geist, der alles erschaffen hat. Es hat also einen Zeitpunkt gegeben, wo die Welt nicht existierte, in dem Gott ewig allein existierte in seiner vollkommenen und unendlichen Heiligkeit und Glückseligkeit, ohne die geringste Notwendigkeit, etwas zu erschaffen. Unser Herr weist am Beginn seines hohepriesterlichen Gebetes auf diese Epoche hin. Und jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Der Glaube lehrt uns, dass die Vernunft zu dem Schluss kommen kann und muss, dass Gott existiert. Und der heilige Paulus macht in seinem Brief an die Römer den Menschen heftige Vorwürfe, dass sie den wahren Gott, der sich durch seine Werke offenbart, nicht erkannt haben. Tatsächlich verkündet alles, was ist, alles, was wir sind, die Existenz Gottes und besingt seine göttlichen Vollkommenheiten. Das gesamte Alte Testament und besonders die Psalmen und die Bücher der Weisheit besingen die Herrlichkeit des Schöpfers. Deshalb haben die Psalmen auch einen ausschlaggebenden Platz im liturgischen und priesterlichen Gebet. Es ist gut, über die Schöpfung zu meditieren. Ex nihilo sui et subjecti. Erschaffen aus nichts durch den bloßen Entschluss des Schöpfers. Nam si quis existimat se aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit. Denn wenn jemand etwas zu sein glaubt, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Je mehr man sich in diese Realität vertieft, desto betroffener ist man über die Allmacht Gottes und über unsere Nichtigkeit, über die Notwendigkeit für alle Kreatur, unablässig in ihrer Existenz erhalten zu werden, um nicht zu verschwinden, in das Nichts zurückzufallen. Das lehrt uns klar sowohl der Glaube als auch die Philosophie. Nichts müsste uns so wie diese Meditation und diese Feststellung zur Demut, zu tiefer Anbetung zwingen und diese Haltung unwandelbar machen, ähnlich wie Gott selbst unwandelbar ist. Wir müssten von einem grenzenlosen Vertrauen zu dem erfüllt sein, der unser Alles ist und der beschlossen hat, uns zu erschaffen und uns zu erlösen. Mit welcher Andacht und mit welcher Aufrichtigkeit müssten wir jeden Morgen zu Beginn der Matutin den 94. Psalm singen. Venite exultemus, venite adoremus, quoniam ipsius est mare et ipse fecit illud, et sicam manus eius forma verunt. Venite adoremus et procidamus, et ploremus ante Dominum qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster, et nos populus pasque eius, et oves manus eius. Kommet, lasset uns frohlocken, kommet, lasset uns anbetend niederfallen. Sein ist das Meer, denn er hat es geschaffen, und das feste Land haben seine Hände gebildet. Kommet, lasset uns anbetend niederfallen, und lasset uns weinen vor dem Herrn, der uns erschaffen hat. Denn er ist der Herr, unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Schäflein seiner Leitung. Wie können wir nicht der Kirche Dank sagen, die diese Worte auf unsere Lippen legt, um die tiefsten Gefühle unserer geschöpflichen Seele auszudrücken. Wenn die Schöpfung ein erhabenes Geheimnis ist, so deshalb, weil Gott für uns das erhabene Geheimnis schlechthin ist und das ewig bleiben wird, selbst dann, wenn wir in der Anschauung Gottes sein werden. Non quia patrem vidit quisquam, nisi is qui est ad Deo. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer derjenige, welcher von Gott ist. Nur das Wort und der Heilige Geist sehen Gott, da sie von Gott sind und ein einziger Gott mit dem Vater. Wenn wir auch nur einen flüchtigen Blick auf die Attribute und Vollkommenheiten Gottes, diese geistige Realität, die alles umfasst, alles belebt, alles im Dasein erhält, werfen, dann kann das göttliche Geheimnis zu unserer höchsten Freude, Erbauung und Heiligung nur immer größer werden. Der heilige Thomas sagt, je mehr wir Gott hier auf Erden vollkommen erkennen, umso besser werden wir verstehen, dass er alles, was unser Verstand versteht, übersteigt. Da der Glaube der Vernunft zu Hilfe kommt, um uns von der Existenz Gottes zu überzeugen und uns durch die Offenbarung und vor allem durch das Fleischwerden des göttlichen Wortes wunderbare Perspektiven des Innenlebens Gottes eröffnet, müssen wir im Glauben nachforschen, ob man Gott einen Namen geben kann, der für Gott angemessen wäre und uns helfen würde, ihn besser zu erkennen. Gerade das hat nun Gott sowohl im Alten wie im Neuen Testament getan. Moses berichtet die Worte, die Gott zu ihm gesprochen hat. Moses entgegnete Gott,
Siehe, ich soll zu den Söhnen Israels gehen und zu ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesendet. Wenn sie nun zu mir sagen werden, welches ist sein Name, was soll ich ihnen antworten? Da antwortete Gott Moses, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Söhnen Israels sagen, der da ist, hat mich zu euch gesendet. Und unser Herr drückte sich in gleicher Weise den Juden gegenüber aus, die zu ihm sagen, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe dem Abraham ward, bin ich. Man wird diese lichtvollen Antworten nie genug bewundern können, die übrigens den Schlussfolgerungen unserer Vernunft entsprechen. Gott ist. Er ist das Ens a se, das Sein durch sich selbst. Alle anderen Wesen sind ab alio, durch ein anderes. Sie haben ihren Daseinsgrund nicht durch sich selbst. Diese einfachen Erklärungen sind eine unerschöpfliche Quelle der Betrachtung und der Heiligung. Sei es der Blick auf Gott, der im Unendlichen aufgeht, sei es die Feststellung der Beziehung des Geschöpfes zum Schöpfer oder der Blick auf die Nichtigkeit des Geschöpfes, wir stehen vor dem wahrsten, tiefsten und geheimnisvollsten, dass es in Gott und in zweites Kapitel, die Vollkommenheiten Gottes. Wir tun gut daran, uns während dieser ganzen Betrachtung über Gott zu erinnern, dass wir alles, was über Gott gesagt wird, auf unseren Herrn Jesus Christus anwenden müssen, der Gott ist. Man kann Jesus Christus und Gott nicht trennen. Man kann die christliche Religion nicht von Jesus Christus, der Gott ist, trennen, und man muss feststellen und glauben, dass nur die katholische Religion die christliche Religion ist. Diese Behauptungen führen zu unvermeidlichen Schlussfolgerungen, die keine kirchliche Behörde bestreiten kann. Außerhalb Jesus Christus und der katholischen Religion, der Kirche, gibt es kein Heil, kein ewiges Leben. Wer immer sich rettet, erlangt das ewige Leben durch seine Zugehörigkeit zum mystischen Leib unseres Herrn. Eine andere Schlussfolgerung ist, alle Gemeinschaften, die unser Herr gestiftet hat, müssen ihrer Zweckbestimmung entsprechend notwendigerweise gemeinsam darauf hinwirken, dass die Seelen katholisch werden oder katholisch erhalten bleiben, um ihnen zum ewigen Leben zu verhelfen, dem Ziel der gesamten Schöpfung, dem Ziel der Menschwerdung und der Erlösung. Diese Schlussfolgerungen sind unvergänglich und unabänderlich. Sie sind der Ausdruck der gesamten Offenbarung und waren die Leitprinzipien der gesamten Kirche bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Errichtung der von den Prinzipien der Französischen Revolution von 1789 und den freimaurerischen Prinzipien hinsichtlich der Religion und der Religionen und hinsichtlich der bürgerlichen Gesellschaft durchdrungenen konziliaren Kirche ist ein von der Hölle inspirierter Betrug zur Zerstörung der katholischen Religion, ihres Lehramtes, ihres Priestertums und des Opfers unseres Herrn. Diese neue Kirche konnte logischerweise nicht mehr das Lob Jesu Christi als des allumfassenden Königs der Nationen singen, sie kann nicht mehr die Gedanken unseres Herrn der Welt gegenüber haben. Deshalb wurde der gesamte Geist der Liturgie umgewandelt durch die Umwandlung einer Unzahl von Einzelheiten in den Texten und in den Gebärden. Die Betrachtung des fleischgewordenen Wortes, wie es an allen liturgischen Festen besungen wird, ist ab jetzt für die neue Kirche unmöglich geworden. Wir müssen um jeden Preis dem Geist der katholischen Kirche treu bleiben, wenn wir uns der Betrachtung der göttlichen Geheimnisse, dem Geheimnis des fleischgewordenen Wortes, dem Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit hingeben wollen. Die göttlichen Vollkommenheiten unterscheiden sich vom göttlichen Wirken, obwohl bei Gott nichts getrennt werden kann. Aber die Schwachheit unseres Geistes zwingt uns,
Gott auf menschliche Weise zu studieren. Gott ist die Wahrheit, die Güte, die Schönheit. Diese Attribute sind die Attribute des Seins, das Gott ist. Und da Gott alles Sein in sich selbst besitzt, besitzt er also die Wahrheit, die Güte, die Schönheit in ihrer absoluten Vollkommenheit. Je mehr die Wesen am göttlichen Sein teilhaben, desto mehr haben sie an seiner Wahrheit, an seiner Güte und an seiner Schönheit teil. Unsere Erkenntnis Gottes ist hier auf Erden sehr unvollkommen und wird es auch noch im Himmel sein, denn man müsste Gott selbst sein, um ihn in der ganzen Vollkommenheit seines Seins zu erkennen, und das ist nur bei den drei göttlichen Personen der Fall. Ein Zugang zu einer besseren Erkenntnis Gottes besteht darin, bei ihm alle den Geschöpfen gesetzten Grenzen zu verneinen, die uns übrigens dazu dienen, die Existenz Gottes zu beweisen. So verneinen wir also bei Gott jede Unvollkommenheit. Gott ist vollkommen. Wir verneinen bei ihm jede Grenze. Er ist unendlich. Wir verneinen bei ihm jede Grenze im Raum. Er ist überall, allgegenwärtig. Wir verneinen bei ihm jede Grenze in der Zeit. Er ist ewig. Wir verneinen bei ihm jeden Wandel. Er ist unwandelbar. Man müsste bei dieser Gelegenheit zahlreiche Texte der Heiligen Schrift zitieren. Man kann sagen, dass das ganze Alte Testament ein Hymnus an die unendliche Vollkommenheit Gottes ist. Man ist im Geist der Anbetung voll Bewunderung für die Erhabenheit, für die Allmacht Gottes, für seine Vorsehung in der Geschichte der Menschheit und besonders der Geschichte Israels, die das Kommen des Messias vorbereitet. Im Neuen Testament wird es dann die Bekundung, die Epiphanie seiner allerheiligsten Dreifaltigkeit, seiner unendlichen Liebe, seiner unergründlichen Barmherzigkeit für die Sünder sein, die wir sind. Mit welcher tiefen Überzeugung müssten wir alle liturgischen Gebete sprechen, die uns unablässig an diese göttlichen Vollkommenheiten erinnern? Dann werden uns die Demut, die Stille und alles, was uns von der Welt entfernt, ganz natürlich werden, so dass wir uns freuen, in Gott zu leben, in der allerheiligsten Dreifaltigkeit, in Jesus Christus und durch Jesus Christus, in diesem Ozean der Güte, der Barmherzigkeit und der Allmacht. So wird also Jesus Christus in uns immer mehr den wahren Platz einnehmen, der ihm als fleischgewordenem Gott gebührt, und seine allerheiligste Eucharistie als Opfer und Sakrament wird zum Mittelpunkt unseres Lebens, unserer Gedanken werden, durch die wir in die unermessliche Wirklichkeit der allerheiligsten Dreifaltigkeit eindringen. Endlichen Erhabenheit, drittes Kapitel, das göttliche Leben. Nach der Betrachtung der Wunder, der unendlichen Erhabenheiten des göttlichen Seins, in einer eher statischen Weise, wollen wir versuchen, an die Meditation und die Betrachtung Gottes in seiner Dynamik, in seinem Leben, in seinem Inneren, wie in seinem äußeren Wirken heranzugehen. Wir landen da in einer wunderbaren Welt wie Moses, als er sich dem brennenden Dornbusch näherte. Läutern wir unser Herz und unsere Seele, um vom Geist Gottes einen Strahl des Lichtes zu erbitten, wie es das Licht der Glorie im Himmel sein wird, um etwas von dem brennenden Licht zu entdecken, das das göttliche Licht ist, von dem der heilige Johannes mit solcher Beredsamkeit und Überzeugung in seinem Evangelium und seinen Briefen spricht. Das ist aber die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch wieder verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dadurch hat sich Gottes Liebe gegen uns offenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Deus caritas est, Gott ist Liebe. Das ist ohne Zweifel das Wort,
das am vollkommensten die göttlichen Werke erhält, die inneren wie die äußeren. Man kann in Wahrheit sagen, dass Gott eine Dreiheit ist, weil er Liebe ist. Wie könnte er Liebe sein, wenn es nur eine Person in Gott geben würde? Gott ist also ein brennender Feuerherd der Liebe, in der sich die drei göttlichen Personen ewig erkennen und lieben. Das Offizium der allerheiligsten Dreifaltigkeit krönt das ganze liturgische Jahr. Die allerheiligste Dreifaltigkeit ist tatsächlich das große Geheimnis, durch das sich alle Pläne Gottes verwirklichen. Es ist die allerheiligste Dreifaltigkeit, aus der alles hervorgeht, und sie ist es, zu der alles zurückkehrt. Nichts erklärt sich, nichts kann verstanden werden, nichts besteht ohne die allerheiligste Dreifaltigkeit, die unerschöpfliche und ewige Quelle der Liebe, innerhalb der Trinität selbst und außerhalb der Trinität. Caritas Pater est, gratia filius, communicatio spiritus sanctus, o beata Trinitas. Der Vater ist Liebe, der Sohn ist Gnade, der Heilige Geist ist Mitteilung, o glückselige Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeitsantiphon. Ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia, ipsi gloria in saecula. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn, alles ist in ihm. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dreifaltigkeitsantiphon. Schon rötet sich die Sonne und versinkt, du ewiges Licht, Einheit in deiner glückseligen Dreifaltigkeit, erfülle unsere Herzen mit Liebe. Dreifaltigkeits-Vesper-Hymnus. Wie trostreich, wie ermutigend ist diese Meditation über die Dreifaltigkeit, die Liebe und die Liebe, die Dreifaltigkeit und Quelle auch der Einheit. Die Schöpfung. Wenn wir von dieser ewigen Liebe zur Ausgießung dieser Liebe in die Geschöpfe übergehen, werden wir bald in allen Geschöpfen das Kennzeichen der göttlichen Liebe entdeckt haben. Kann Gott, der die Liebe ist, anderes mitteilen als Liebe? Das Kennzeichen der Liebe in den Geschöpfen wird durch die Zweckbestimmung offenbar. Jedes Geschöpf ist im Hinblick auf seinen Zweck gebildet. Sein Zweck ist bei den geistigen Geschöpfen in der Natur und in der Übernatur, bei den körperlichen Geschöpfen in der Natur festgesetzt. In jedem Geschöpf ist ein Ordo ad finem, eine Ordnung auf den Zweck hin, festgesetzt. In dieser Ordnung liegt die Dynamik der Liebe, die jedes Geschöpf seinem Zweck entsprechend führt. Natürlich ist dieser Dynamismus bei den geistigen Geschöpfen vollkommen bewusst, bei den Tieren, Pflanzen und Mineralien unbewusst. Homo ad Deum ordinatur, sagt der heilige Thomas. Die Zweckbestimmung des Menschen und übrigens auch des Engels ist Gott. Die Kirche lehrt uns in unseren katholischen Katechismen. Wozu hat Gott den Menschen erschaffen? Gott hat den Menschen erschaffen, damit dieser ihn erkenne, ihn liebe und ihm diene und dadurch das ewige Leben erlange. Diese Antwort ist nur die Synthese dessen, was uns unser Herr im Evangelium lehrt. Haec est autem vita aeterna, ut cognoscant te solum Deum verum et quem misisti Iesum Christum. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den alleinigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Dieses Prinzip der Zweckbestimmung, das die Ausgießung der Liebe verwirklicht, wird das Bewegende bei aller Aktivität in der Schöpfung sein, und der Verstand und der Wille der Geister werden gemeinsam auf das Erreichen des Zweckes hinwirken müssen, selbst durch die freiwilligen Akte. Auch die Freiheit ist vom Zweck abhängig und muss verdienstvoll dazu beitragen, diesen Zweck zu erreichen. Die Freiheit wird nur zur Wahl der verschiedenen Mittel gegeben, die zum Erreichen des Zweckes führen. Sie kann aber nicht Mittel wählen,
die vom Erreichen dieses Zweckes wegführen, ohne in Unordnung zu geraten. Diese Prinzipien sind grundlegend für die Verwirklichung des göttlichen Planes, die Liebe auszugießen, die nichts anderes ist als die Vereinigung mit Gott. Die gesamte Vorsehung Gottes war und ist immer in diesem Sinn ausgerichtet. Der wahre Sinn des Verstandes, des Willens und der Freiheit kann nur in diesem von Gott kommenden Licht verstanden werden, welches jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, dem lebendigen, brennenden Licht der göttlichen Liebe. Gott ist frei und teilt die Freiheit mit, Kraft des ersten Gebotes der Liebe, das das gesamte Gesetz enthält. Du sollst nur einen einzigen Gott anbeten und vollkommen lieben. Die gesamte Schöpfung hängt von diesem ersten Gebot ab und alle Menschen, alle Gesellschaften, die ja Geschöpfe Gottes sind, müssen sich diesem Gebot unterwerfen, selbst die bürgerlichen Gesellschaften. Alles muss zu dieser Liebe beitragen und nichts darf sich dem widersetzen. Die Herrschaft Gottes, die wiederherzustellen unser Herr gekommen ist, ist nichts anderes als diese Herrschaft der Liebe. Auf der Ebene dieser grundlegenden Prinzipien der göttlichen Vorsehung und ihrer grenzenlosen Weisheit liegt der Irrtum des Liberalismus, der danach trachtet, die Zweckbestimmung der Freiheit zu ignorieren, um ihr ein Ausmaß, das ihr nach dem göttlichen Plan nicht zukommt, zuzubilligen, im Widerspruch zum göttlichen Gesetz und im Widerspruch zu den Pflichten der verschiedenen Gesellschaften, die Sünden und Skandale wuchern lassen. Dieser Irrtum zerstört die individuelle Moral und die gesellschaftliche Moral. Er widersetzt sich der Herrschaft der Liebe Gottes und unseres Herrn. Betrachten wir die Liebestat, die die Schöpfung war, und bemühen wir uns, in uns und um uns, diese Herrschaft Gottes und unseres Herrn zu verwirklichen, um deren Wiederherstellung willen Gott bereit war, am Kreuz zu sterben, und von neuem seine unendliche Liebe zu den ungezügelten und sündigen Geschöpfen zu bekunden. O admirabile commercium, erste Antiphon der Vesper zur Beschneidung, lesen wir immer wieder die wunderbaren Verse des Briefes des heiligen Paulus an die Epheser, die uns die Liturgie zum Fest des allerheiligsten Herzens Jesu vorlegt. Die Schöpfung dieser neuen Menschenfamilie der Christen ist eigentlich eine neue Schöpfung, welche die Vorherbestimmten und die Auserwählten Gottes vorbereitet. Quod quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Es ist die Schöpfung des mystischen Leibes Jesu, dem wir durch eine gültige und fruchtbare Taufe angehören. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gehet also hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Familie ist die katholische Familie und ausschließlich diese, weil nur sie einen unverkürzten Glauben an Jesus Christus hat und an sein Werk, die Kirche. Der Wille des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Nicht-Katholiken, so wie sie sind, in die Kirche zu integrieren, ist ein ehebrecherischer, skandalöser Wille. Das Sekretariat für die Einheit der Christen führt durch gegenseitige Konzession den Dialog zur Zerstörung des katholischen Glaubens, zur Zerstörung des katholischen Priestertums, zur Ausschaltung der Gewalt Petri und der Bischöfe. Der missionarische Geist der Apostel, der Märtyrer und der Heiligen wird eliminiert. Solange dieses Sekretariat den falschen Ökumenismus als Richtlinie bewahrt und die römischen Kirchenbehörden das genehmigen, kann man behaupten, dass diese in offenem und offiziellem Bruch mit der gesamten Vergangenheit der Kirche und ihres offiziellen Lehramtes verharren. Es ist also eine strenge Pflicht für jeden Priester, der katholisch bleiben will, sich von dieser konziliaren Kirche zu trennen, solange sie nicht zur Tradition des Lehramtes der Kirche und des katholischen Glaubens zurückfindet.
erinnern wir uns als Schlussfolgerung dieser kurzen Betrachtungen über die göttliche Weisheit im Plan der Schöpfung daran, dass das Werk der Heiligung der Seelen hier auf Erden und die Übung der Nächstenliebe durch das Erfüllen der Gebote der Liebe im Gegensatz zum Geist des Fleisches, zum Geist der Welt und des Teufels, besonders dem Heiligen Geist, dem Geist der Liebe, zugeschrieben wird. Der heilige Gregor drückt diesen Zusammenhang zwischen der Liebe Gottes und dem Befolgen der Gebote in seinen Auslegungen zum Pfingstfest beredt und machtvoll aus und stützt sich dabei auf die Worte unseres Herrn selbst. Si quis diligit me, sermonem meum servabit, et pater meus diligit eum, et ad eum veniemus et mansionem apud eum facemus. Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Lehre halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ebenso stützt er sich auf die Worte des heiligen Johannes in dessen Briefen. Qui dicit diligo Deum et mandata eos non custodit, mendax est. Wer sagt, er liebe Gott und seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. O Jesus, o Maria, helft uns, dieses Gebot des Vaterunsers zu verwirklichen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, damit unserer Seele ein Tempel der allerheiligsten Dreifaltigkeit wird, heute und für die Ewigkeit. Könnten doch wir Priester oder künftigen Priester des Herrn in dieser aktiven Gegenwart des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes leben? Könnten wir doch in der allerheiligsten Eucharistie Gott, den Schöpfer und Erlöser, sehen, den Jesus der Krippe, den Jesus von Nazareth, Jesus den Propheten, Priester und König, der seine künftigen Priester unterweist und sie zum Priester weiht, bevor er sich am Kreuz opfert, den Jesus, der aufersteht, in den Himmel auffährt und seinen Geist der Liebe sendet, um seine Kirche zu gründen, seine Braut, seinen mystischen Leib und dessen Glieder in den Himmel zu holen. Könnten wir doch einen missionarischen Geist erwerben, der den Seelen dieses göttliche Feuer durch das Beispiel eines lebendigen Glaubens mitteilt, der alles auf Gott und Jesus Christus bezieht und der die Seelen über die unendliche Weisheit Gottes, seine Güte und seine Barmherzigkeit aufklärt und die Seelen an die Demut vor Gott, an die Anbetung seines Willens, an eine gänzliche Abhängigkeit von ihm gewöhnt, um sie so an der Eroberung im Hinblick auf die Herrschaft unseres Herrn, seines allerheiligsten Herzens und der Herrschaft des unbefleckten Herzens Mariens teilen. Viertes Kapitel. Die Engel. Die Existenz der Engel, ihre Vollkommenheit, ihr Wirken, der Sturz der bösen Engel, der Einfluss der Engel auf uns und in der Welt, das alles ist uns durch die Heilige Schrift und die Tradition geoffenbart und gehört zum Gegenstand unseres Glaubens. Wie groß ist der Schaden, der in unserer Seele durch das Vergessen dieser geistigen Welt der Engel verursacht wird, die zahlreicher als die Menschen sind und vollkommener als sie. Der Einfluss der guten oder der bösen Engel auf unsere Seele ist viel bedeutender, als wir denken. Schon allein die Tatsache, dass wir einen Schutzengel haben, der über uns wacht und dabei ständig das Antlitz Gottes schaut, müsste uns ermutigen, mit ihm Zwiesprache zu halten und ihn um seinen Beistand anzurufen, damit er uns hilft, das ewige Leben zu erringen und seine Glückseligkeit mit ihm zu teilen. Wir sind versucht, mehr an den Einfluss der bösen Engel zu glauben als an den der guten. Bemühen wir uns also, in die wunderbare Welt aller jener Geister einzudringen, die voll des Lichtes und der Liebe des Heiligen Geistes sind und die brennen vor Liebe zu Gott und zum Nächsten. Diese Engelsgeister haben einen viel vollkommeneren Verstand und einen viel vollkommeneren Willen als wir. Daher war ihre Zustimmung, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben, oder ihre Ablehnung endgültig.
Diejenigen, die geglaubt haben, diese Herrlichkeit aus sich selbst zu erreichen, hat ihr Stolz für immer in die Hölle gestürzt. Welche Lehre über den Ernst der Sünde! Wie sehr müssten die Sünder, die in der Sünde verharren, vor Entsetzen zittern und den Entschluss fassen, sich durch die Gnade und das Blut unseres Herrn von der Sünde fernzuhalten, was möglich ist, solange wir auf dieser Erde wandeln, was aber nach dem Tod nicht mehr möglich sein wird. Lieben wir es, in der Gemeinschaft der heiligen Engel zu leben. Alle Tage lädt uns die Kirche in der Präfation der heiligen Messe ein, die heiligen Engel nachzuahmen und mit dem Sanctus, Sanctus, Sanctus die Herrlichkeit Gottes zu besingen und das Gloria in Excelsis Deo zu singen. Die Stundengebete der Engel, des heiligen Michael, des heiligen Raphael und des heiligen Gabriel sind wundervoll und ganz himmlisch. Wie schön sind die Lehren, die sie uns durch ihr Beispiel und ihre Worte erteilen. Nichts ist so himmlisch wie das Totenoffizium, das uns den Engeln anvertraut. Subvenite Angeli Dei und In Paradisum deducant te Angeli etc. Wie ermutigend ist der Glaube der Kirche an die heiligen Engel. Bewahren wir ihn sorgfältig und vermitteln wir ihn den Gläubigen. Die Tatsache des Sturzes eines Teiles der Engel ist schon an und für sich und in ihren Folgen zu bedeutend, als dass wir es unterlassen dürften, dabei zu verweilen, denn alle Menschen erleiden die schrecklichen Folgen der Sünde der Engel, und so ist jede einzelne Seele hinsichtlich ihres Heils von diesem Ereignis betroffen. Die Erbsünde und alle ihre verhängnisvollen Folgen, die unheilbringende Wirksamkeit der Teufel bei allen Menschen, sind das Ergebnis dieser abscheulichen Sünde der Engel. Und worin besteht diese Sünde der Engel? Gott will mit vollem Recht, dass die vernunftbegabten und freien geistigen Geschöpfe die ewige Glückseligkeit verdienen und aus eigenem Antrieb ihre Liebe zu Gott bekunden, und dass sie sich von sich aus unter dem Einfluss der Gnade der Glückseligkeit zuwenden, für die sie Gott bestimmt. Die Engel, die viel vollkommener sind als die Menschen, haben mit Hilfe der heiligmachenden Gnade, mit der sie bei ihrer Erschaffung ausgestattet worden sind, die Glückseligkeit der Anschauung Gottes, zu der sie Gott eingeladen hatte, mit einer vollkommenen Einsicht erfasst. Es wurde ihnen also eine moralisch verpflichtende, aber freie Wahl angeboten. Da das Angebot dieser Wahl für jeden Engel so klar und lichtvoll wie nur möglich war, musste es mit einer sofortigen und endgültigen Zustimmung beantwortet werden. Alle hätten antworten müssen, Quis ut Deus, wer ist wie Gott? Sollten wir ihn dann nicht lieben und uns diesem Angebot nicht fügen, dass die Bekundung der unendlichen Liebe Gottes zu seinen geistigen Geschöpfen ist? Aber leider haben der Stolz und die Selbstgefälligkeit einer bestimmten Anzahl von Engeln sie zur Wahl der Ablehnung verleitet. Was wir sind, genügt uns, darin finden wir unsere Herrlichkeit. Die Folge ist unverzüglich eingetreten. Sie haben die heiligmachende Gnade verloren und sind für immer in die Finsternis und das Feuer des Hasses der Hölle gestürzt worden, weil sie immer bei ihrer bösen Wahl verharren. Ist das Angebot dieser höchsten Glückseligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus zustande gekommen in Form der Zustimmung zum Geheimnis der Menschwerdung? Wahrscheinlich, denn wie könnte man sich vorstellen, dass unser Herr König der Engel sein soll, ohne dass sie seine Herrschaft zugestimmt hätten. So sind auch alle Ausdrücke der Schrift besser zu verstehen. Rex Caeli et Terrae, König des Himmels und der Erde. Rex Universorum, König des Alls. Data est mihi omnis potestas in Caelo et in Terra. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Omnium creaturarum dominatum obtinet essentia sua et natura.
Sein Wesen und seine Natur verleihen ihm die Herrschaft über alle Geschöpfe. Offizium vom Christkönigsfest. Der Brief des heiligen Paulus an die Kolosser spricht eindeutig über die Herrschaft unseres Herrn über die Engel. So erklärt sich auch der Hass der Dämonen gegen unseren Herrn. Die Realität der Existenz von Myriaden von Engelsgeistern und leider auch von Myriaden von Teufeln, ihr Einfluss auf uns, der von der Vorsehung Gottes bei den guten Engeln gewollt, bei den Teufeln zugelassen ist, kann uns nicht gleichgültig lassen und muss bei unseren Entscheidungen im geistlichen Leben und sogar für die Ereignisse des Alltags in Anschlag gebracht werden. Das Denken an die heiligen Engel müsste uns zur Gewohnheit werden und uns so auf die himmlische Wirklichkeit vorbereiten, ebenso wie wir alles tun müssen, um den schlechten Einfluss der Dämonen zu vermeiden. Unsere Haltung gegenüber den Dämonen, sei es in unserem persönlichen inneren Leben, sei es in unserem seelsorgerischen Wirken, muss in Einklang mit dem Denken und der Tradition der Kirche stehen. Lesen wir hierüber immer wieder die Vorschriften des Rituals, das uns kostbare und weise Ratschläge gibt. Der gesteigerte Einfluss der Dämonen in diesen Zeiten der Verwirrung und das Aufgeben der Exorzismen in der Seelsorge durch den progressistischen Klerus führen zu einem Ansturm von Hilferufen bei den traditionstreuen Priestern. Unsere Haltung auf diesem Gebiet wird aber von großer Vorsicht und Weisheit bestimmt sein. Zunächst wird man hier die Fälle, für die die Medizin zuständig ist, ausschließen. Dann wird man die traditionelle religiöse Praxis verlangen, besonders den häufigen Besuch des heiligen Messopfers, das Sakrament der Buße, das Beten des Rosenkranzes, das Gebet zum heiligen Erzengel Michael, weiters aus dem Rituale, den kleinen Exorzismus des heiligen Erzengels Michael und schließlich, selten, den großen Exorzismus. Während dieser Exorzismen soll man nie indiskrete Fragen stellen und sich nie in ein Gespräch mit dem Teufel einlassen, sondern ihm nach Art der Gebete des großen Exorzismus in imperativen Ton befehlen. Die Dämonen sind sehr intelligent und arglistig. Sie erregen die Neugierde, um dadurch langsam, aber sicher zu erreichen, den exorzisierenden Priester in ihren Bann zu ziehen und bringen ihn schließlich dazu, ihre Wünsche zu erfüllen, indem sie ihm Akte aufdrängen, die gemeinhin gut sind, um dann zu bösen Akten zu gelangen, sobald sie seinen Willen beherrschen. Man muss also jede Unterredung ablehnen, denn auf diese Weise hat Satan Eva betört, die zum Gespräch mit ihm bereit war. Verstehen wir es, diese Art der Seelsorge in Grenzen zu halten, damit sie nicht überhand nimmt, denn auch das ist eines der Ziele des Teufels, uns daran zu hindern, unser Apostolat zu erfüllen. Diese Seelsorge muss dazu beitragen, uns zu heiligen und nicht uns zu beunruhigen und zur Sünde zu verleiten. Fünftes Kapitel: Die Erschaffung der Welt, der Mensch. Wir können nie genug beten, um Jesus und Maria zu bitten, die Augen unseres Geistes zu öffnen und uns den Verstand und das Licht zu verleihen, die ihre Seelen hatten, um im Werk der Erschaffung der Welt und des Menschen die unendlichen Vollkommenheiten Gottes, die Ausgießung seiner Liebe und die Überfülle seiner Barmherzigkeit zu sehen. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ist es zu fassen, dass das, was uns unablässig zu Gott hinführen müsste, ein Hindernis, eine Sichtblende gegen unsere Gotteserkenntnis geworden ist? Die gesamte Heilige Schrift lädt uns ein, die Herrlichkeit und die Macht Gottes in seinen Geschöpfen zu besingen. Sie erinnert uns unablässig an die absolute Herrschaft Gottes über das geistige und körperliche Universum. Unser Herr, wahrer Gott,
hat uns gezeigt, dass er alle Kreatur beherrscht, alles gehorchte ihm augenblicklich. Nehmen wir in Einfachheit, Demut und Glauben die Erzählung der Genesis an, die uns das Werk der Schöpfung beschreibt, das von dem verwirklicht wurde, der die Quelle des Seins ist. Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Kommet, lasset uns anbetend niederfallen und lasset uns weinen vor dem Herrn, der uns erschaffen hat, denn er ist der Herr, unser Gott. Es ist die einzig wahre Haltung, die wir vor dem unergründlichen Geheimnis des Schöpfergottes einnehmen können. Machen wir uns die Kontakte zunutze, die die Menschen mit der Schöpfung haben, da sie ja fortwährend reisen, um sie zu lehren, Gott in jenen Wundern der Geschöpfe zu sehen und um uns Geschöpfe, die wir sind, auf unsere wahre Dimension gegenüber Gott, unserem Herrn und dem Heiligen Geist zurückzuführen. Ermutigen wir unsere Gläubigen, auf dem Land zu leben und die Städte zu meiden, die immer mehr zu Orten des Verderbens und des Skandals werden. Sie sollten die Fernkurse, die Religiösen wie die Profanen benützen, um ihre Kinder zu erziehen. Nicht nur besingt die gesamte Natur die Herrlichkeit des Schöpfers, sie offenbart vielmehr auch die Liebe, welche die gesamte Schöpfung beherrscht hat, indem sie das Ziel verwirklicht, das jedem Geschöpf mit einer erstaunenswerten Vollkommenheit eingeschrieben ist, und dieses Ziel wird verwirklicht im vollkommenen Gehorsam den Gesetzen Gottes gegenüber. Gesetze der Gravitation, Gesetze der Anziehungskraft, Gesetze der Schwerkraft, Gesetze der Pflanzenwelt, Gesetze des Tierreiches. Nichts entkommt Gott bei der Anwendung dieser Gesetze, außer wenn der Mensch eingreift, um diese Gesetze der Natur zu stören. Diese eingeborene Liebe, die uns die natürlichen Gesetze in dieser Welt ohne Intelligenz offenbaren, müsste uns ermutigen, dem Gesetz der Liebe zu folgen, das Gott unserer Seele, unserem Herzen und unserem Leib eingeprägt hat und die er sich gewürdigt hat, uns in seiner Offenbarung zum Ausdruck zu bringen. So eröffnet sich für uns die Meditation oder die Betrachtung des Werkes, das Gott in seiner souveränen Weisheit im Menschen verwirklichen wollte. Dieses Werk ist zweifellos in Harmonie zwischen der materiellen Welt und der geistigen Welt gebildet, aber auch als Kontrast im Gegensatz zur Schöpfung der reinen Geister, welche die Engel sind. Diese Vereinigung der beiden Welten in Personen, die Geist und Körper sind, ist für diese zugleich eine Quelle der Danksagungen für die außerordentlichen Gaben der geistigen Natur, die überdies mit übernatürlichen Gaben geschmückt ist, aber auch eine Quelle der Demut und geradezu der Demütigung für die Geister, die in dieser körperlichen Hülle gefangen sind und beim Erkennen und Erfüllen des Willens Gottes in allem von ihrem Körper abhängen. Und so werden Unterweisung, Erziehung und menschliche Autoritäten notwendig, um diesen Geistern zu Hilfe zu kommen, damit sie den Zweck, den Gott für sie bestimmt hat, erreichen, die ewige Glückseligkeit im Schoß der göttlichen Dreifaltigkeit durch die Erfüllung des Gesetzes und durch die Hilfe der Gnade. Sicherlich hat Gott unsere Stammeltern mit allen Mitteln ausgestattet, die notwendig waren, um diesen wunderbaren Zweck durch die Befolgung der von ihm auferlegten Gesetze zu erreichen. Aber da war Eva unter dem Einfluss Satans, dem Gesetz Gottes, ungehorsam und hat Adam zu dieser furchtbaren Sünde verleitet, die zu bestürzenden Folgen der Unordnung in ihrer Nachkommenschaft und in der gesamten Geschichte der Menschheit führen sollte, aber auch bestürzend wegen des Offenbarwerdens der Barmherzigkeit Gottes, die bis zu seinem Tod am Kreuz hing, dem Tod der Person des Wortes, dass dieses Fleisch der Sünde annehmen sollte, um sich eine neue Familie von Auserwählten zu schaffen, als in seinem Blut gereinigte Glieder seines mystischen Leibes.
Aufgrund dieser von Ewigkeit her vorgesehenen Entscheidung beschließt das ewige Wort, sich eine Mutter zu geben, die allerseligste Jungfrau Maria, die unbefleckt Empfangene, die Mutter der Familie der Geheiligten. Wir müssen angesichts dieser Verheißung, die schon unsere Stammeltern erhalten hatten, unsere Gefühle sein, wo wir ja nicht nur zur Familie der Geheiligten gehören, sondern auch noch aus diesen Geheiligten auserwählt sind, um Heiligende zu werden und zu sein, jene, von denen die Kirche in ihrem Exultet spricht, O vere beata nox, jene, von denen die Kirche in den Orationen des Karfreitags spricht, wo sie inbrünstig um die Bekehrung aller Seelen zu Jesus Christus fleht. Aber betrachten wir den Plan des Schöpfers, des allmächtigen Gottes für seine Erschaffung des Menschen. Wie hat er dessen Seelenleben ersonnen unter diesen Bedingungen der Vereinigung von Seele und Leib? Es ist unmöglich, zu einer Erkenntnis der Wahrheit über die Natur der verschiedenen Geschöpfe und vor allem des Menschen zu gelangen, ohne zu erforschen, welches das Ziel Gottes bei ihrer Erschaffung war. Gott bringt bei den Geschöpfen alles in Harmonie im Hinblick auf das Ziel hin, für das er sie bestimmt hat. Es ist dem Verstand, der Weisheit und dem von der Liebe beseelten Willen eigen, jedem Werk, jedem Wirken und jedem Wesen einen genauen Zweck zuzuweisen. Der gewünschte Zweck ist für die mit Freiheit begabten Geistgeschöpfe unwandelbar, notwendig und bei schweren Strafen verpflichtend. Wie werden wir diesen Zweck, der uns von unserem Schöpfer und unserem Retter zugewiesen ist, erkennen? Durch die Vernunft und durch den Glauben an die göttliche Offenbarung und an den Propheten schlechthin, unseren Herrn Jesus Christus. Es ist die ernsteste Pflicht der Eltern, dafür zu sorgen, dass die Kinder diesen Zweck schon beim Erwachen ihrer Vernunft kennenlernen, und zwar vor allem durch den Glauben. Es ist aber auch die vordringlichste Pflicht der Apostel und der Priester, dafür zu sorgen, dass die Eltern die wahre Religion kennenlernen, damit sie dadurch lernen, Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Denn für die Menschen ist das Nichtkennen des Zweckes, der ihnen zugewiesen ist, das größte Übel, das ihnen widerfahren könnte. Wenn sie diesen Zweck nicht kennen, werden sie von den Mitteln, die ihnen Gott zur Verfügung gestellt hat, um diesen Zweck zu erreichen, einen schlechten Gebrauch machen. Sie werden dann von ihren Fähigkeiten und vor allem von ihrer Freiheit einen schlechten Gebrauch machen. Sie werden in der Sünde leben und sich für die Hölle vorbereiten. Ihr Verstand wird sie unter dem Einfluss Satans falsche Religionen erfinden lassen, mit Gesetzen und Sitten, die dem göttlichen Gesetz zuwiderlaufen. Die Dynamik der Liebe, die Gott in ihre Natur gelegt hat, wird auf falsche Güter gerichtet werden. Die Heilige Schrift belehrt uns reichlich über die sündigen Menschen. Diese uns verliehene Dynamik der Liebe ist nichts anderes als der Hauch des Heiligen Geistes, wenn diese Dynamik auf den wahren Zweck richtig hingeordnet ist. Dann erblühen alle körperlichen und geistigen Fähigkeiten unter dem göttlichen Einfluss des Gesetzes und der Gnade. Die verschiedenen Fähigkeiten erwerben Haltungen, Habitus, die man Tugenden nennt. Die Menschen werden tugendhaft nach dem Vorbild unseres Herrn und der allerseligsten Jungfrau Maria. Die Menschen heiligen sich und durchdringen alle ihre Gedanken und Handlungen mit dem Geist des Glaubens und der Liebe. So zeigt sich das Grundprinzip der menschlichen Moral. Wie wird bei den menschlichen Handlungen, das heißt bei den bewussten, zu verantwortenden, freien und verdienstlichen Handlungen ein guter Gebrauch der Freiheit verwirklicht? Beim Studium der Moral kann man entweder die Übereinstimmung mit dem Gesetz ins Auge fassen, oder auch die Entfaltung der Gnade in den Tugenden, den Gaben des Heiligen Geistes, den Seligkeiten und den Früchten des Heiligen Geistes. Die Katechismen fassen im Allgemeinen mehr die Übereinstimmung mit dem Gesetz ins Auge und gehen die Gebote Gottes und der Kirche durch.
Sie sprechen bei dieser Gelegenheit zwar auch von der Liebe und den Tugenden, aber eben doch nur gelegentlich. Dasselbe geschieht auch in vielen Büchern der Moraltheologie. Der heilige Thomas hat es vorgezogen, das Studium der Tugenden auf eingehende Weise zu betreiben und die Gebote mit den Tugenden in Zusammenhang zu bringen. Die Gründe für diese Entscheidung werden im Kommentar zum Beginn der Seconda Seconde von Pater Bernard O.P. entwickelt. Commentaire de la Somme Théologique de Saint Thomas d'Esclée et Compagnie, Paris, Tournai, Rom, 1963. Die Beweggründe sind sehr einleuchtend. Das Erwerben von Tugenden bietet sich der Seele tatsächlich als ein erstrebenswertes herrliches Ideal dar, das Entfaltung bringt, bereichert und mit der Hilfe des Heiligen Geistes ein Werk der Heiligung ist, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Dem Willen Gottes gehorsam, das Werk der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten, das uns aufgetragen ist, zu vollbringen und so das ewige Leben zu verdienen. Diese Art, das sittliche und geistliche Leben zu studieren, erweckt von selbst den geistlichen Kampf gegen die Sünde, gegen alle unheilbringenden Einflüsse der Welt und des Teufels und versetzt uns in jenen von unserem Herrn so dringend ans Herz gelegten Zustand der Wachsamkeit. Vigilate et orate, wachet und betet. Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam. Wachet also, weil ihr weder den Tag wisset noch die Stunde. Bei der Seelenführung ist es ermutigender, zum Erwerben von Tugenden anzuregen und schon dadurch das Laster vermeiden zu lassen, als die Anwendung des Gesetzes zu verfechten, obwohl auch diese natürlich absolut notwendig ist, um dem Gebrauch unserer Freiheit den richtigen Weg zu weisen. Die Freiheit und ihren Bereich definieren zu wollen, dabei aber unser Ziel und die von Gott für das Erreichen dieses Zieles erlassenen Gesetze und eingesetzten legitimen Autoritäten zu ignorieren, ist ein Betrug und die Einführung des revolutionären Prinzips in das menschliche Gewissen. Es ist das Prinzip des Liberalismus und des Rationalismus, das die Freiheit und die Vernunft zu absoluten Werten macht und nicht zu solchen, die wesentlich auf den göttlichen Plan der Vorsehung bezogen sind. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Das heißt, jene, die hungern und dürsten nach Heiligkeit. Die Heiligkeit wird durch die Übung aller Tugenden verwirklicht, von denen die theologischen Tugenden keine Grenzen kennen. An Gott glauben, Gott lieben und auf Gott hoffen, diese Tugenden können unbegrenzt wachsen ohne Maß. Das Maß der Liebe zu Gott bedeutet, ihn ohne Maß lieben, das ist der Gegenstand des ersten Gebotes. Die natürlichen, sittlichen und sogar die übernatürlichen Tugenden unterliegen dem Maß, deshalb schaltet sich die Tugend der Klugheit mit Hilfe der Gabe des Rates ein, um das richtige Maß bei der Übung jener Tugenden der Gerechtigkeit, des Starkmuts und der Mäßigung bei der Erfüllung des Willens Gottes zu finden. Non plus sapere quam aporte sapere, nicht höher von sich zu denken, als sich geziemt. Die übernatürlichen Tugenden können zu heroischen Handlungen wie dem Martyrium führen, das den Akt der Tugend des Starkmuts schlechthin darstellt. Die Tugend der Religion, also die Betätigung der Gottesverehrung durch einen ihr entsprechenden Kultus, die ein Anhang der Tugend der Gerechtigkeit ist, scheint man nicht unter ein Maß stellen zu können. Allerdings regelt diese Tugend die äußeren Akte des Kultes und in dieser Hinsicht kann es zu Maßlosigkeiten kommen. Es ist klar, dass die Tugend der innerlichen Frömmigkeit sich mit der Liebe vereint und kein Maß kennt, wenn sie aber zu einer übertriebenen Vermehrung äußerlicher Akte der Frömmigkeit oder ungezügelter äußerlicher Kundgebungen von Frömmigkeit verleitet, dann würde sie Gegenstand eines Maßes werden. Man kann sich auf den heiligen Thomas berufen und auf andere anerkannte Autoren
um jede Tugend, jede Gabe des Heiligen Geistes und die ihnen gegenübergestellten Laster im Einzelnen zu studieren. Siehe Pater Desmet de la vie et de virtu chrétienne über das christliche Leben und die christlichen Tugenden, De Witt, Brüssel, 1912. Das wird von großem Nutzen sein, besonders um uns von den Fehlern zu befreien, die uns zur Gewohnheit geworden sind. Das Studium der Tugenden ist eine kostbare Quelle der Heiligung. Aber nichts wird auf diesem Gebiet so wirksam sein wie die Betrachtung Jesu und Jesu des Gekreuzigten. Deshalb sind wir so sehr bestrebt, ihm nahe zu sein, von ihm den Abscheu vor der Sünde zu lernen und von seinem durchbohrten Herzen das Ausströmen des Geistes der Liebe und die Auferstehung unserer Seele zu erlangen und die Mittel, Christen zu bleiben und der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Divine consortes nature. Die Übung der Tugend der Religion, die wesentliche Verbindung zwischen dem heiligen Leben und dem Leben des Gebetes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Wenn Gott die Heiligkeit selbst ist, wenn wir von unserem Herrn singen, dass er allein heilig ist, tu solo sanctus, dann geschieht das deshalb, weil von Gott die Quelle aller Heiligkeit kommt und weil wir in dem Maß heilig sein werden, indem wir uns mit Gott und mit unserem Herrn vereinigen. Wie wird sich nun diese Vereinigung mit Gott konkret verwirklichen? Unter dem Einfluss der Gnade des Heiligen Geistes. Diese Vereinigung hat einen Namen, das Gebet, Oratio. Wenn wir sowohl die Natur des Gebetes als auch den Raum, den es in unserer menschlichen und christlichen Existenz einnimmt, gründlich untersuchen, werden wir zu der Überzeugung kommen, dass das tiefere Leben des erschaffenen und erlösten Geistes ein Leben unablässigen Gebetes sein muss. Jeder Engelsgeist und jeder menschliche Geist ist durch seine geistige Natur, durch seinen Verstand und durch seinen Willen auf Gott hin ausgerichtet und ungeschuldet durch die Gnade darauf hingeordnet, in die Teilhabe an der ewigen Glückseligkeit der allerheiligsten Dreifaltigkeit einzugehen. Jeglicher Geist ist also in erster Linie religiös und sein religiöses Leben äußert sich durch das Gebet, durch das mündliche, das betrachtende und das Herzensgebet. Das mündliche Gebet, zu dem das gesamte liturgische Gebet gehört, das von Gott selbst und vom Mensch gewordenen Gott eingeführt worden ist und das besonders in der römischen Liturgie vom Heiligen Geist seine Gestalt erhalten hat, ist die erhabenste Quelle und der erhabenste Ausdruck des stillen Gebetes und des geistigen Gebetes. Der Raum, den dieses Gebet im Leben des Priesters einnimmt, ist beträchtlich. Es zu vernachlässigen, zu begrenzen, überflüssig zu machen, heißt das wesentliche Gebet, das Herzensgebet zu zerstören, auf das das mündliche Gebet vom Heiligen Geist hingeordnet ist. Es ist sehr nützlich zu lesen, was die geistlichen Autoren darüber denken, wie der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort, 1673 bis 1716, in seinem Flammengebet, gesammelte Werke, Seite 673, oder der Pater Emmanuel in seinem Traité du Ministère Ecclésiastique, 1. Band, Kapitel 5, 2. Band, Kapitel 3, 3. Band, Kapitel 7, 4. Band, Kapitel 7, oder Dom Marmion in Christus unser Ideal, Kapitel 16, das Gebet des Mönchs. Dieses Kapitel ist hervorragend und würde alle Priester heiligen, wenn sie nach seinen Ratschlägen leben würden. Und schließlich Dom Chotard in L'âme de tout apostolat, Innerlichkeit, Luzern 1947, Seite 217, die Betrachtung, ein unentbehrliches Element der Innerlichkeit. Alle Heiligen haben das Leben des inneren Gebetes geführt, das zugleich Wirkung und Ursache der Heiligkeit ist.
Viele haben über diesen Gegenstand geschrieben, besonders die heilige Teresa von Avila und der heilige Franz von Sales. Und zwar deshalb, weil sie eine sehr ausgedehnte Vorstellung von diesem Leben des Gebetes hatten, das sowohl den Willen als auch das Herz erreicht und so den Zweck verwirklicht, zu dem uns Gott erschaffen und erlöst hat. Gott in restloser Hingebung unserer selbst anzubeten, nach dem Beispiel unseres Herrn, der in diese Welt gekommen ist und zu seinem Vater gesagt hat, Ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, o Gott. Die Auffassung des Gebetes als ein nur auf das mündliche oder das betrachtende Gebet beschränktes Gebet wäre eine verhängnisvolle Auffassung des Gebetes, das ja unser ganzes Sein erfassen soll, wie das Gebet der Engel und der Auserwählten des Himmels. Man kann die Bitten des Vaterunsers nicht voneinander trennen. Die ersten drei Bitten sind unlösbar miteinander verbunden. Man kann das erste Gebot Gottes nicht von den anderen Geboten trennen. Iniem veni mitter in terram et quid volo nisi ut accendatur. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu senden, und was will ich anderes, als dass es brenne? Das Feuer ist der Heilige Geist der Liebe, der die allerheiligste Dreifaltigkeit erfüllt und der Geister erschaffen hat, um in ihnen diese Liebe zu entfachen. Dieses Feuer ist das Gebet der ganzen Seele, die ihren Schöpfer und Erlöser anbetet und sich seinem heiligen Willen überliefert in der Nachfolge Jesu des Gekreuzigten, der sein Leben in einer leidenschaftlichen Bewegung der Liebe zu seinem Vater und um die Seelen zu retten, hingeopfert hat. Daher das O porte semper orare, dass man allezeit beten müsse. Wenn dieses Gebet aufhört, bedeutet das, dass der Heilige Geist uns verlassen hat. Könnten wir doch unablässig in diesem inbrünstigen Gebet des Willens und des Herzens leben, selbst bei der aufreibenden Tätigkeit des Apostolats, das uns aber nie in solchem Maß beanspruchen darf, dass unser Wille und unser Herz daran gehindert werden, bei Gott zu sein. Könnte unser Apostolat doch eine Nahrung sein für diese Hingabe an Gott? Diese tiefgründige Haltung unserer Seele, die so sehr ihrer Natur und der Gnade entspricht, verleiht ihr eine Sehnsucht nach Stille und Beschauung, die sich in den gemeinsamen und den privaten Frömmigkeitsübungen verwirklichen kann. Unser geistliches Leben wird dort seine Einheit, seine Dauer und seinen wahrhaft christlichen Frieden finden. Diese kurzen Überlegungen eröffnen Horizonte für die Verwirklichung des göttlichen Willens in unserem Alltagsleben. Sie sind die Einführung in dieses Programm unserer Heiligung, welche die Grundlage unseres priesterlichen Lebens sein wird. Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut essemus sancti. Wie er uns denn in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig seien. Der junge Seminarist, der in das Seminar eintritt, muss sich mit ganzer Seele bemühen, in dieses Leben des Betens, des Gebetes einzudringen, das ihn ohne Vorbehalt unserem Herrn und der allerheiligsten Dreifaltigkeit überliefert, indem er seinen Verstand durch die Tugend und den Gehorsam des Glaubens in enge Verbindung zur Offenbarung bringt, die für uns das Mysterium Christi erhält. Redigentes omnem intellectum in obsequium Christi, jeden Verstand zum Gehorsam Christi gefangen nehmend. Indem er seinen Willen und seine ganze Seele in die Bewegung der Liebe des Heiligen Geistes hineinlegt, in der Nachfolge Jesu Christi, im Gehorsam gegen das Gesetz der Liebe, das im Dekalog und besonders im ersten Gebot ebenso wie in der Bergpredigt unseres Herrn zum Ausdruck kommt. So wird seine ganze Seele von der Tugend der Religion, der natürlichen und übernatürlichen Tugend beseelt sein, in der Vereinigung mit dem Opfer unseres Herrn, das auf dem Altar erneuert und fortgesetzt wird.
Er wird so in der besten Verfassung sein, um die Stufen der Heiligkeit zu erklimmen, das Ziel, das von Gott, dem Schöpfer und Erlöser, gewollt und das in den ersten drei Bitten des Vaterunsers ausgesprochen ist. Sechstes Kapitel. Jesus Christus, durch den die Rückkehr des Menschen zu Gott sich verwirklicht. Das Geheimnis Jesu Christi ist so tief, so außerordentlich, dass es natürlich erscheinen würde, es im Stillen anzubeten, als darüber zu sprechen, denn wir können mit Recht befürchten, dass sowohl unsere Worte wie unsere Gedanken viel zu schwach sind, um allen in Jesus Christus, diesem unaussprechlichen Heiligtum eingeschlossenen Reichtümern, Ausdruck zu verleihen. Der heilige Paulus denkt das Gleiche. Orantes simulet pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendo mysterium Christi, ut manifestem illud ita ut oportet me loqui. Betet auch zugleich für uns, dass Gott uns eine Türe des Wortes auftun möge, das Geheimnis Christi zu verkündigen, damit ich es kundtun möge, so wie ich es verkünden soll. Die Schilderungen des Heiligen auf diesem Prinzip der Gnade des Oberhauptes unseres Herrn, also muss die Aktivität all jener beruhen, die für das Heil der Seelen arbeiten. Alles, was ohne irgendeine direkte oder indirekte Beziehung zu unserem Herrn geschehen könnte, ist vergeblich und nützt nichts für das Heil. Es wird also auch ein Leitprinzip unserer Seelsorge sein, dass wir uns bemühen, alles durch das Gebet, durch die Liebe auf das Übernatürliche zu beziehen und zu vermeiden, bei unseren Aktivitäten zu viele Teilnehmer zuzulassen, die ihre Abneigung gegen jegliche religiöse und christliche Gäste bekunden. Etwas anderes ist es, wenn man jene zulässt, die eine gute Geisteshaltung zeigen, aber unwissend sind und sich zu unserem Herrn bekehren könnten. Da im Plan Gottes alles auf das Heil der Seelen durch Jesus Christus hingeordnet ist und durch ihn allein, werden wir auf allen Gebieten, dem gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und familiären, jene ermutigen, die sich bemühen, ihr Handeln an das natürliche und das übernatürliche Gesetz unseres Herrn zu binden. Denn unser Herr herrscht über alles. Sein Gesetz muss ohne Ausnahme das Gesetz aller Nationen und aller Menschen sein. In der Zeit wie in der Ewigkeit widersetzt sich die Herrschaft Satans der Herrschaft unseres Herrn. Satan ist nicht das Haupt der Bösen in dem Sinne, dass er das Böse innerlich mitteilen könnte, wie Jesus Christus das Gute mitteilt, sondern er ist es in dem Sinn, dass er danach strebt, im Bereich der Ordnung des äußerlichen Regierens die Menschen von Gott abzubringen, so wie Jesus Christus danach strebt, sie zu sich zu rufen. Satan wirkt also in dem Sinn, dass alle die Sündigen seine Auflehnung und seinen Stolz nachahmen, während die Guten die Unterwerfung und den Gehorsam Jesu Christi nachahmen. Man wird den Widerstreit der Guten und der Bösen im Geschehen der Geschichte nie erschöpfend beurteilen können, wenn man ihn nicht auf den persönlichen und für alle Zeiten nicht beizulegenden Kampf zwischen Satan und Jesus Christus zurückführt. Welche Pflicht ist jedem Menschen auferlegt und angesichts dieses fundamentalen und nicht beizulegenden Kampfes der beiden einander entgegengesetzten Oberhäupter der Menschheit? Es ist die Pflicht, niemals mit dem gemeinsame Sache zu machen, was des Satans und seines Anhanges ist, um was immer es sich handeln mag, und sich unter das Banner Jesu Christi zu stellen, um dort immer zu bleiben und tapfer zu kämpfen. Perpetuum, Seite 383. Die Wohltaten der heiligmachenden Gnade werden uns aus der Hand des Priesters und der katholischen Kirche zuteil. Hüten wir uns daher zu vergessen, dass für uns alle Gnade, alle Vermehrung der Gnade, aus der unerschöpflichen Quelle der Gnade Jesu kommt und nur von ihm, unserem einzigen Erlöser, kommen kann.
Diese Realität des göttlichen Lebens Jesu, das unsere Seele und unseren Leib durchströmt, muss für uns Gegenstand unablässiger Danksagung sein und auch eine Quelle wirksamer Wachsamkeit, damit wir unsere Lampen nicht leer werden lassen, wie das die törichten Jungfrauen getan haben. Meditieren und betrachten wir über das durchbohrte Herz Jesu, aus dem die Quellen des ewigen Lebens fließen. Die Zierde dieses Heiligtums, das Jesus ist, bleibt nicht beschränkt auf jene drei Gnaden, von denen wir gesprochen haben. Vielmehr verleiht die hypostatische Union der Person des göttlichen Wortes mit der menschlichen Seele Jesu dieser ein einzigartiges Privileg der Anschauung Gottes vom Augenblick ihrer Erschaffung an. Sicherlich benötigt Jesus als Gott dieses Wissen nicht im geringsten, denn sein göttliches Wissen übersteigt das aus der Anschauung Gottes zu gewinnende Wissen grenzenlos. Gleichwohl hat der Schöpfer aller Dinge, da er persönlich eine menschliche Seele und einen menschlichen Leib annehmen wollte, ihre Fähigkeiten des Wissens und des Erkennens angenommen und sie zu ihrer größtmöglichen Vollkommenheit gebracht. Auf diese Weise besaß also die Seele Jesu die Anschauung Gottes, das eingegossene Wissen der Engel und das Erfahrungswissen der Menschen und das im vollkommensten Grad, der den Engelgeschöpfen und den menschlichen Geschöpfen verliehen werden kann. So konnte der fleischgewordene Sohn Gottes vom ersten Augenblick an mit seiner menschlichen Natur im göttlichen Wort, das er selbst war, alles sehen, und zwar alles so, dass es nichts gab, welcher Art immer es in der Gegenwart war, in der Vergangenheit gewesen sein mochte oder in der Zukunft sein sollte, seien es Handlungen, Worte oder Gedanken, bezogen auf wen immer und auf welche Zeit immer. Was der fleischgewordene Sohn Gottes nicht vom ersten Augenblick seiner Fleischwerdung an mit seiner menschlichen Natur erkannt hätte, mit der er sich im göttlichen Wort, das er war, hypostatisch vereint hatte. Summa Theologiae, dritter Teil, 10. Frage, Artikel 2. Diese göttlichen in Jesus Christus verwirklichten Realitäten erhellen die innerlichen, persönlichen Beziehungen Jesu zu allen erschaffenen Geistern im Himmel und auf der Erde. Sogar in seiner menschlichen Seele erkennt Jesus uns alle und in allen Einzelheiten unseres Lebens. Nichts entgeht ihm, weder als Schöpfer noch als Erlöser. Und aus dieser Erkenntnis geht eine Liebe ohne Grenzen zu jenen Seelen hervor, die sich ihm zuwenden, sich ihm hingeben und seinen Willen erfüllen. Seine Seele wünscht sich brennend, ihnen seine Glorie zu verleihen. Deshalb wird Jesus der Richter aller Seelen sein. Seien wir uns dieser Realitäten bewusst, dieser absoluten Notwendigkeit, uns Jesus aufzuopfern, wie das die Gebete des Offertoriums der Messe aussprechen und dieses Opfer ohne Unterlass zu leben. Zählen wir uns zu jenen, quod quod autem receperunt eum, um seine Kinder zu sein, dedileis potestatem filius dei fieri. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Diese wenigen Worte wiegen schwer in der Geschichte der Seelen, sie sind ewig wirksam und werden die Gerechten von den Bösen scheiden. Jesus Christus ist nicht in das freie Belieben gestellt. Qui non est mecum contra me est. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Gerade darin liegt der fundamentale Irrtum der Religionsfreiheit des Ökumenismus. Die Folgen der hypostatischen Union des göttlichen Wortes, Gottes selbst, mit einer menschlichen Seele und einem menschlichen Leib sind, abgesehen von dem, wovon wir in diesen letzten Seiten gerade gesprochen haben, derartige, dass sie aus diesem menschlichen Geschöpf eine in ihrer Art wahrhaft einzig dastehende Person machen, mehr göttlich als menschlich, mehr geistig als körperlich. Das ganze Leben unseres Herrn beweist es. Er lebt mehr im Himmel als auf der Erde, weil er der Himmel ist.
Seine Person hat alle Gewalt über seine Seele und seinen Leib bis hin zu der Fähigkeit, sie zu trennen und wieder zu vereinen, wie er es will und wann er es will. Seine Glorie, seine Macht, seine Heiligkeit, seine Weisheit, die Beständigkeit seiner ewigen Sendung, die vom Vater kommt, die genaue Verwirklichung seiner zeitlichen Heilssendung, das alles wird in seinem Leben, seinen Taten und seinen Worten sichtbar. Eben das hat der heilige Thomas beim Studium aller Etappen des Lebens Jesu und seiner Geheimnisse bis hin zu seiner Himmelfahrt im Einzelnen enthüllt. Diese Meditation über das Leben Jesu in allen seinen Einzelheiten versetzt uns nach und nach in die Welt des Realen und führt uns hinaus aus der gewohnten Welt der Illusion, in der wir leben, ohne uns dessen bewusst zu werden. Die Sünde und die Folgen der Sünde haben es so weitgehend erreicht, eine Welt von Trugbildern, Illusionen und Irrtümern zu schaffen, dass sich die Menschen zu guter Letzt an diese hochempfindliche, sinnliche, nur menschliche Welt gewöhnt haben und gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, dass das alles im Vergleich zum wahren, geistigen und übernatürlichen Leben, zum ewigen Leben nichtig und vergänglich ist. Das heilige, bewundernswerte Leben Jesu ist eine ständige Mahnung an die geistigen und göttlichen Realitäten, die allein gültig und schätzenswert, die allein ewig sind. Alles an Jesus ist Rückkehr zu Gott, zum Wahren, zum Realen, zur Weisheit und zur Heiligkeit. Könnten wir uns doch immer mehr davon überzeugen, dass es notwendig ist, Jesus zu folgen, wie er es seinen Jüngern geboten hat. Qui sequitur me non ambulat in tenebris. Wer mir nachfolgt, wandelt nicht in der Finsternis. Will mir jemand nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es gibt also keine andere Wahl, entweder Jesus zu folgen oder sich Satan anschließen. Es ist nichts Überraschendes, wenn Jesus darunter leidet, Menschen zu sehen, welche die Finsternis dem Licht vorziehen. Und welchem Licht? Jenem Licht, das die Welt erschaffen hat, sie in ihrem Bestehen erhält, welches jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, und ihm das Licht des Heils und der ewigen Glorie bringt. Aber sie ziehen die Finsternis der Welt vor, dieser Welt, die gegen unseren Herrn ist, dieser Welt des Fleisches, des Geldes, des Egoismuses, des Stolzes, dieses Vorzimmer der Hölle. Bevor wir die Person Jesu Christi verlassen, um uns zu bemühen, sein erlösendes Heilswerk zu verstehen und über die Mittel zu meditieren, die Jesus gestiftet hat, um uns wieder die Gnade des Heils zu verleihen, wollen wir uns bemühen, unserem Geist das wahre und lebendige Bild Jesu, das unser ganzes Leben erleuchten und lenken muss, auf unauslöschliche Weise einzuprägen. Dazu gibt uns Père Peig in seinem Katechismus auf Seite 411 folgende Übersicht. Ja, wenn man sagt Jesus Christus, bezeichnet man damit den eingeborenen Sohn Gottes, der, obwohl er von aller Ewigkeit mit seinem Vater und dem Heiligen Geist derselbe, alleinige und einzig wahre Gott ist, der alle Dinge erschaffen hat, sie erhält und als oberster Herr und Meister regiert, und der in der Zeit unsere menschliche Natur angenommen hat, weshalb er wahrhaft Mensch ist wie wir, aber weiterhin mit dem Vater und dem Heiligen Geist derselbe Gott bleibt, der er in alle Ewigkeit ist. Das verleiht seiner menschlichen Natur und sichert ihm, insoweit er Mensch ist wie wir, Gnadenprivilegien, die in gewisser Weise unendlich sind. Unter diesen leuchtet an erster Stelle seine Eigenschaft als Erlöser der Menschen hervor, die ihn, insoweit er Mensch ist, zum einzigartigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen macht, zum Hohen Priester,
zum höchsten König, zum Propheten ohnegleichen und zum Haupt der ganzen Schar der Auserwählten, Engel und Menschen, die alle seinen wahren, mystischen Leib bilden. Siebentes Kapitel. Die Sakramente Jesu Christi. Das Wort Gottes hat also wegen der Sünde des Menschen Fleisch angenommen, um sie zu sühnen und so das göttliche Leben in den Seelen wieder aufleben zu lassen, damit sie wieder Gott wohlgefällig sein und ihn in dieser Welt und in alle Ewigkeit verherrlichen können. So wollte Jesus in seiner barmherzigen Liebe die Sünden der Menschheit in einer bestimmten Weise auf sich nehmen und sich als Opfer der Erlösung und der Sühne seinem Vater darbringen, um das Leben des Heiligen Geistes, jenes Leben der Liebe in den Seelen durch eine Teilhabe an seinem eigenen Leben wiederherzustellen, das für die Menschen zur einzigen Quelle des Lebens und des Heils geworden ist. Das Opfer von Kalvaria erscheint also als das Licht, das in der Finsternis leuchtet, als die einzige lebenspendende Quelle inmitten der Wüste. Und auf welche Weise wird uns Gott dieses neue Leben spenden? Indem er Kalvaria immerwährend fortbestehen lässt. Es wird immer nur ein Kreuzesopfer geben, nur ein Opferlamm, nur einen Priester, und das ist Jesus selbst. Man wird auf diese wunderbare Erfindung der göttlichen Barmherzigkeit nie genug Nachdruck legen können, damit sie ein Licht wirft auf die gesamte Vorsehung Gottes bei der Verwirklichung der Kirche, des Priestertums und aller Sakramente, deren Zentrum die Eucharistie, die Frucht des Opfers und Quelle unserer Heilung und gewissermaßen ihr Seinsgrund ist. Welches ist von allen Sakramenten das Erhabenste und in einem bestimmten Sinn das Wichtigste oder jenes, dem alle anderen zugeordnet sind und in dem sich alle anderen gewissermaßen vollenden? Es ist das Sakrament der Eucharistie. In ihm ist Jesus Christus selbst wahrhaft, wirklich und wesentlich enthalten, während man in allen übrigen Sakramenten nur eine aus ihm hervorgehende Kraft vorfindet. So sind auch alle anderen eingesetzt, um entweder dieses Sakrament zu vollziehen, wie die Priesterweihe, oder um würdig oder noch würdiger zu seinem Empfang zu machen, wie die Taufe, die Firmung, die Buße und die letzte Ölung, oder zumindest, um es darzustellen, wie die Trauung. Perpeg, Seite 429, Summa Theologiae, dritter Teil, Frage 65, Artikel 3. Könnten wir doch dem Mysterium des Kreuzes seinen vollen Wert einräumen, seinen rechten Platz überall in der göttlichen Heilsökonomie der Erlösung und in ihrer Anwendung auf die Seelen im Lauf der gesamten Geschichte der Kirche. Man muss leider sagen, dass man dem Kreuzesopfer, das sich auf unseren Altären fortsetzt, nicht immer seinen gebührenden Platz einräumt, sogar in der Unterweisung der Kirche, in den Katechismen. Man neigt dazu, den ganzen geistigen Raum der Eucharistie zuzubilligen und das Opfer nur nebenbei zu erwähnen. Das stellt eine große Gefahr für den Glauben der Gläubigen dar, besonders angesichts der heftigen Attacken der Protestanten gegen das Opfer. Der Teufel täuscht sich nicht, wenn er darauf versessen ist, das Opfer zum Verschwinden zu bringen. Er weiß, dass er damit das Werk unseres Herrn in seinem Lebenszentrum angreift und dass jede Missachtung dieses Opfers den Ruin des gesamten Katholizismus auf allen Gebieten nach sich zieht. Der Feldzug, den er seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil führt, ist aufschlussreich und verpflichtet jene, die katholisch bleiben wollen, das Messopfer und das Priestertum so, wie sie unser Herr eingesetzt hat, mutig zu verteidigen. Sowohl für das geistliche Leben der Priester wie für jenes der Gläubigen ist es von entscheidender Bedeutung, unseren Glauben und unseren Verstand
über den Akt aufzuklären, der von der göttlichen Weisheit gewollt, die Menschheit geistig und übernatürlich zu neuem Leben erweckt hat. Dieser Akt ist der Grund für die Menschwerdung, für die Verwirklichung der Erlösung. Es ist jener Akt, der Gott unendlich verherrlicht und der sündigen Menschheit die Pforten des Himmels öffnet, das Opfer von Kalvaria. Man kann nur tief betroffen sein über die Beharrlichkeit, mit der unser Herr während seines ganzen irdischen Lebens auf seine Stunde hingewiesen hat. Desiderio desideravi, sagt unser Herr, sehnlichst hat mich verlangt, nach dieser Stunde meiner Hinopferung, Jesus lebt auf sein Kreuz hin. Das Mysterium Christi ist vor allem das Mysterium Crucis. Deshalb ist in den Plänen der unendlichen Weisheit Gottes das Kreuz Jesu für die Verwirklichung der Erlösung, der Neuerschaffung, der Erneuerung der Menschheit, die vollkommene, totale, endgültige, ewige Lösung, durch die alles gelöst wird. Aufgrund dieser Beziehung jeder Seele zu Jesus, dem Gekreuzigten, wird also das Urteil Gottes gefällt werden. Wenn die Seele in einer lebendigen Beziehung zu Jesus, dem Gekreuzigten, lebt, dann bereitet sie sich auf das ewige Leben vor und hat durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in ihr schon Teil an der Glorie Jesu. Und eben das ist das Leben des mystischen Leibes Jesu. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er wie ein Rebzweig hinausgeworfen werden und wird verdorren. Man wird ihn auflesen und in das Feuer werfen und er verbrennt. Zu unserer Rechtfertigung, zu unserer Heiligung hat Jesus alles um diesen Lebensquell herum, der sein Opfer von Kalvaria ist, angeordnet. Er gründet die Kirche, er überträgt sein Priestertum, er stiftet die Sakramente, um die Seelen an seinen unendlichen Verdiensten von Kalvaria teilhaben zu lassen. Der heilige Paulus zögert nicht zu sagen: Ich nahm mir vor, nichts unter euch zu wissen als Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten. Nun aber wird dieses Opfer von Kalvaria auf unseren Altären zum Messopfer, das, indem es das Opfer des Kreuzes verwirklicht, zugleich auch das Sakrament der Eucharistie verwirklicht, das uns zu Teilhabenden am göttlichen Schlachtopfer, an Jesus, dem Gekreuzigten, macht. Um das Messopfer herum bildet sich also die Kirche, der mystische Leib unseres Herrn, lebt das Priestertum, um diesen mystischen Leib durch die Predigt aufzubauen, die Seelen anzieht, damit sie sich im Wasser der Taufe reinigen und würdig werden, am eucharistischen Opfer Jesu, am Essen des göttlichen Schlachtopfers teilzuhaben und sich so immer mehr mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit vereinigen und schon hier auf Erden das himmlische ewige Leben einleiten. Vom Kreuz her wird auch die während des heiligen Messopfers empfangene Gnade der Ehe, die Christenheit, also die Herrschaft Jesu des Gekreuzigten in der Familie und in der Gesellschaft aufbauen. Die Christenheit ist die Gesellschaft, die im Schatten des Kreuzes lebt, im Schatten der Pfarrkirche, die in Kreuzform gebaut ist, überragt vom Kreuz, die den Altar des täglich erneuerten Kalvaria birgt, wo die Seelen zur Gnade geboren werden und sie durch den Dienst des Priesters, der ein zweiter Christus ist, in ihrer Seele erhalten. Die Christenheit, das ist das Dorf, das sind die Dörfer, die Städte, das Land, die in der Nachfolge Christi des Gekreuzigten durch die Wirkung des christlichen Gnadenlebens das Gesetz der Liebe erfüllen. Die Christenheit, das ist das Königreich Jesu Christi. Die Behörden dieser Christenheit nennen sich Statthalter Jesu Christi, damit betraut, für die Vollziehung seines Gesetzes zu sorgen, den Glauben an Jesus Christus zu schützen und seine Ausbreitung mit allen Mitteln in vollem Einklang mit der Kirche zu fördern. Man kann wahrhaftig sagen, dass alle Wohltaten der Christenheit vom Kreuz Jesu
und von Jesus, dem Gekreuzigten, kommen. Es ist eine Auferstehung der gefallenen Menschheit dank der Kraft des Blutes Jesu Christi. Dieser von der ewigen Weisheit Gottes ausgedachte, wunderbare Plan könnte nicht ohne das Priestertum verwirklicht werden, dessen besondere Gnade darin besteht, das eine und einzige Opfer von Kalvaria, die Quelle des Lebens, die Erlösung, der Heiligung und der Verherrlichung für immer fortbestehen zu lassen. Die Ausstrahlung der priesterlichen Gnade ist die Ausstrahlung des Kreuzes. Der Priester befindet sich also im Herzen der von unserem Herrn verdienten Erneuerung. Sein Einfluss ist für die Seelen und für die Gesellschaft ausschlaggebend. Ein Priester, der von seinem Glauben erleuchtet, von den Tugenden Jesu und von den Gaben seines Geistes erfüllt ist, kann zahlreiche Seelen zu Jesus Christus bekehren, Berufungen wecken und eine heidnische Gesellschaft in eine christliche Gesellschaft umwandeln. Es ist klar, dass die Rolle des Bischofs, der der vollendete Priester ist, von beträchtlicher Bedeutung sein kann für die Vermehrung wahrer Priester, für die Ermutigung zu Berufungen zum Ordensleben, für das Schaffen christlicher Institutionen, für die Vitalität der Christenheit und für das Wachsen der allumfassenden Herrschaft unseres Herrn. Es ist an den Bischöfen, einen unversehrten, kompromisslosen Glauben an die Kraft des Kreuzes Jesu, der einzigen Quelle des Heils, zu bewahren und nicht nach dem Vorbild der Welt in das Suchen nach menschlichen Mitteln für ein angeblich wirksameres Apostolat zu verfallen. Das wäre ein Zeichen dafür, dass sie ihren Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten, verloren haben. Gerade das erleben wir ja seit mehreren Jahrzehnten, und das hat zur Selbstzerstörung der Kirche geführt, nach den Worten Pauls VI., der selbst entscheidender Mitarbeiter bei dieser Selbstzerstörung war. Da ist das Israel, das Jahwe, den alleinigen wahren Gott, verlassen hat, um sich pflichtvergessenden falschen Göttern der benachbarten Völkerstämme zuzuwenden, deren Töchter zur Frau zu nehmen und deren Götter zu übernehmen. Israel sollte schließlich offiziell zum Gottesmörder werden. Sein Ruhm aber sollte von einer Jungfrau aus dem Stamme Juda kommen, die erkoren war, die Mutter Gottes und die Mutter des neuen Israel zu sein. So wendet sich auch trotz der Verheißungen unseres Herrn, die in Wahrheit nie aufhören, sich zu erfüllen, der größere Teil der kirchlichen Behörden durch den Ökumenismus die Amtspflicht verletzend den falschen modernen Göttern zu. Diese falschen modernen Götter sind nicht nur jene, die in den falschen Religionen verehrt werden, sondern auch die vergöttlichten falschen Ideologien, die Göttin Vernunft, die Göttin Freiheit, die Göttin Demokratie, Sozialismus und Kommunismus. Gott Jesus Christus, die katholische Kirche, das heilige Opfer des Kreuzes und der Messe und das wahrhaft katholische Priestertum sind nicht ökumenistisch, denn sie verkünden ein anti-ökumenistisches Credo und beobachten ein anti-ökumenistisches Gesetz. Sie arbeiten für die alles umfassende Herrschaft des Königs der Könige, für Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Hier erscheint es mir angebracht, nachdem wir kurz den Sinn der Sakramente gestreift haben, darauf hinzuweisen, wie groß die Bedeutung ist, die unser Herr der Taufe mit dem Wasser und dem Heiligen Geist zugedacht hat. Denn mit dieser Taufe will unser Herr das neue Volk Gottes bilden, das für das gelobte Land, für das ewige Leben bestimmt ist. Die Tatsache, dass er von Johannes dem Täufer getauft werden wollte und dass sich die ganze Bedeutung der Taufe mit Wasser und mit dem Heiligen Geist damals auf wunderbare Weise geoffenbart hat, ist innerhalb des Werkes der Erlösung absolut grundlegend. In seiner Taufe zeigt sich die ganze Dreifaltigkeit, unser Herr in seiner menschlichen Natur,
der Heilige Geist in der Form einer Taube und der Vater in seiner Stimme, die sich hören ließ, um zu erklären, welches die eigentliche Form dieses Sakramentes zu sein hat. Er zeigt auch dessen Wirkung dadurch, dass sich die Himmel über seinem Haupte öffneten, denn es sollte durch seine Taufe sein, dass der Himmel für uns selbst wieder geöffnet werde, Kraft der Taufe durch das Blut, bei der er die Sünde der Welt in seiner eigenen Person abwaschen wird. Summa Theologiae, dritter Teil, Frage 39, Artikel 1. So zeigt sich die alles umfassende Kraft des Kreuzes, und durch die Einprägung des Taufcharakters in die Seele wird diese fähig, in der Kirche an den Wirkungen des Priestertums unseres Herrn teilzuhaben, nicht aber die hierarchischen Akte zu setzen, die in die Zuständigkeit dieses Priestertums fallen. Jene, die die Gnade der Taufe empfangen haben und dadurch für immer deren unauslöschlichen Charakter tragen, übertreffen in dem Maß, als sie ihrer Taufgnade treu bleiben, an Würde und Auszeichnung alle in ihrer bloßen Natur belassenen Geschöpfe. Unser Herr wollte, dass uns seine Unterredung mit Nikodemus im Evangelium des heiligen Johannes überliefert werde. Seine Worte sind klar. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Das war auch der Befehl, den unser Herr vor seiner Himmelfahrt feierlich erteilte, als er die Apostel auf Mission sandte. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, gehet also hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist jene gültige und den Taufcharakter verleihende Wassertaufe, welche die Person zum rechtsgültigen Mitglied der Kirche macht, mit seinen Rechten und Pflichten, selbst wenn diese Taufe nicht die heiligmachende Gnade verleiht, das heißt, wenn sie nicht fruchtbar ist, was bei den Protestanten der Fall ist, sofern ihre Taufe gültig ist. Da sie nicht den wahren Glauben haben, können sie nicht die Gnade empfangen, aber sie empfangen den Taufcharakter, der die Gnade aufleben lässt, wenn sie ihre Häresie abschwören. Es gibt heute in der Kirche eine Unterweisung voll von Irrtümern, wenn nicht Häresien, hinsichtlich der Sakramente, besonders dem der Taufe. Es ist sehr wichtig, die Lehre der Kirche über diesen Gegenstand in Erinnerung zu bringen. Der neue Taufritus ist von diesen Irrtümern beeinflusst worden, besonders hinsichtlich dessen, was die Wirkungen der Taufe betrifft. Die wahre Lehre über die Taufe entspricht sehr genau dem missionarischen Geist, den unser Herr seinen Aposteln eingehaucht hat. Die sichtbare Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Getauften zu Beginn der Glaubensverkündigung bestätigt die grundlegende Wichtigkeit der Taufe. Noch heute erkennen die Missionare in den heidnischen Ländern die Getauften an ihren entspannten, offenen, vertrauensvollen Gesichtern, während die Heiden die Angst, die Unterwürfigkeit, das Misstrauen auf dem Gesicht tragen. Das Blut Jesu, in dem die Christen getauft worden sind, ruft sie von da an, sich jeden Sonntag mit dem Opfer Jesu zu vereinen und so den wichtigsten Akt der Tugend der Religion zu vollbringen, vereint mit unserem Herrn und seinem ganzen mystischen Leib zur Verherrlichung der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Bevor wir diese kurzen Betrachtungen über die heilige Messe und die Sakramente abschließen, erscheint es nützlich, besonders das Sakrament der Buße zu betrachten, das unter zahlreichen Umständen oft einen großen Teil der Zeit beansprucht, die der Priester dem Apostolat widmet. Angesichts der Schwachheit der Seelen und der Skandale der verderbten Gesellschaft, in deren Mitte sie leben, sind die Sündenfälle häufig,
Unser Herr hat da in seiner unendlichen Barmherzigkeit eine zweite Rettungsplanke für das Heil gestiftet. Das Grundprinzip des geistlichen Kampfes, die Wunden unserer Seele nach der Taufe. Das Erwerben der zum Heil unserer Seele notwendigen Heiligkeit ist keine einfache Sache. Tatsächlich lehrt uns ja unsere tägliche Erfahrung und die Unterweisung durch die Kirche, dass die Taufgnade, obwohl sie uns durch die Eingießung des Heiligen Geistes die heiligmachende Gnade verleiht und uns von der Erbsünde und von der Anwesenheit des Teufels befreit, uns nicht von allen Folgen der Erbsünde befreit. Diese Folgen erklären, warum unser geistliches Leben die Form eines geistlichen Kampfes annimmt, der das ganze Leben hier auf Erden dauert. Diese Lehre ist grundlegend und bestimmt auch unser gesamtes Apostolat. Wir bleiben Kranke und bedürfen des Arztes unserer Seele und der geistlichen Hilfen, die er vorgesehen hat. Folgendes ist Lehre der Kirche, wie sie der heilige Thomas zum Ausdruck bringt. Summa Theologiae, prima secundae, das heißt der erste Teil des zweiten Teils, Frage 85, Artikel 3, und Per Peg, das zitierte Werk, Seite 128. Die ursprüngliche Heiligkeit ist durch die Sünde des ersten Menschen verloren gegangen. Daher bleiben alle Kräfte der Seele bis zu einem gewissen Grad ihres eigentlichen Zieles beraubt, durch das sie zur Tugend hingeordnet waren. Diese Beraubtheit heißt die Verwundung der Natur, Vulneratio Naturae. Insoweit die Vernunft ihrer Hinordnung zur Wahrheit beraubt ist, ist das die Verwundung durch die Unwissenheit, Vulneratio Ignorantiae. Insoweit der Wille seiner Hinordnung zum Guten beraubt ist, ist das die Verwundung durch die Bosheit, Vulneratio Malitiae. Insoweit die Kraft ihrer Hinordnung zu den schwer zu bewältigenden Dingen beraubt ist, ist das die Verwundung durch die Schwachheit, Vulneratio Infirmitatis. Insoweit die Begierde ihrer Hinordnung zu dem beraubt ist, was der Vernunft entsprechend ergötzlich ist, ist das die Verwundung durch die Begierde, Vulneratio Concupiscentiae. In seinem ersten Brief bestätigt der heilige Johannes diese Wahrheit. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens. Diese vier Verwundungen treffen unsere vier Kardinaltugenden und rufen so in uns eine ständige Unordnung hervor. Die verheerendste scheint vor allem jene der Unwissenheit oder Blindheit zu sein, das heißt das Nichtkennen Gottes und unseres Herrn Jesus Christus, denn auf diesem Kennen beruht das ewige Leben. Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den alleinigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wie aber sollen wir denn Gott die Liebe und den Kult darbringen, die wir ihm schulden, wenn wir, was ihn betrifft, in der Blindheit verharren? Die Seminaristen und die Priester werden Gott nie genug dafür danken können, dass er sie in ein Seminar geführt hat, wo alle Wissenschaften lehren, Gott und unseren Herrn zu erkennen und wo das gesamte Leben darauf ausgerichtet ist, der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die Ehre, den Kult und die Liebe, die wir ihr schulden, zu erweisen, durch die Person des fleischgewordenen Wortes, per Christum Dominum Nostrum. Könnten doch die priesterlichen Seelen mutig den geistlichen Kampf aufnehmen, um ihre Seelen von diesen Verwundungen zu heilen und so zu lernen, Ärzte der Seelen zu werden durch die Predigt, durch das Gebet der Heiligen Messe, durch die allerheiligste Eucharistie und durch das Sakrament der Buße. Die Exerzitien sind ein sehr wirksames Mittel, die Blindheit der Seelen zu verringern und auch die anderen Verwundungen zu heilen.
Der Teufel bedient sich alles dessen, was sinnlich und ergötzlich ist, um unsere Verwundungen zu vermehren. Was Eva widerfahren ist, bleibt weiterhin aktuell. Auf das Wort des Teufels hin hat Eva gesehen, dass die Frucht ergötzlich war. Pulchrum oculis aspectuque delectabile, lieblich den Augen und angenehm anzuschauen. Sie sagte zu Gott, leider zu spät, die Schlange betrog mich, serpens decepit me. Daher dringt die Kirche in ihrer gesamten Spiritualität und vor allem bei den priesterlichen oder gottgeweihten Seelen so sehr darauf, dass sie sich von der Welt und deren Geist fernhalten und nur die ewigen Dinge suchen in der Nachfolge Jesu und Jesu des Gekreuzigten. Es ist auch eine der verhängnisvollen Folgen des Konzils, dass getrachtet wird, diese traditionelle katholische Spiritualität der Entsagung, des Kreuzes, der Verachtung der zeitlichen Dinge, der Einladung, sein Kreuz in der Nachfolge unseres Herrn zu tragen, zu zerstören, um eine soziale Gerechtigkeit anzustreben, die auf den Neid und das Verlangen nach den Gütern dieser Welt gegründet ist, und die Bevölkerungsgruppen in brudermörderische Kämpfe stürzt, die die Armen vermehrt, während es doch gerade die wahre Spiritualität ist, die die Herzen wandelt und auf eine größere soziale Gerechtigkeit hin ausrichtet. Dieser böse Geist des Konzils, der Geist der Welt, hat die gesamte priesterliche und monastische Welt befallen und zu einer noch nie dagewesenen Zerstörung des Priestertums und des Ordenslebens geführt. Es ist der große Erfolg Satans, durch Männer der Kirche eine Zerstörung bewirkt zu haben, wie noch keine der Verfolgungen sie erreicht hatte. Der Priester hat also die Gewalt erhalten, die Verdienste des Kreuzes und des Blutes Jesu den Seelen zuzuwenden, die ihre Sünden reumütig beichten und bereit sind, eine Genugtuung für die Strafe zu leisten, die für die schon vergebenen Sünden noch geschuldet wird. Die fruchtbringende Ausübung dieses Dienstes verlangt vom Priester zahlreiche Eigenschaften, die Kenntnis des göttlichen Gesetzes und der Gesetze der Kirche, um die Schwere der gebeichteten Sünden richtig zu beurteilen, die Klugheit, die Diskretion, den Rat, die barmherzige Liebe, nach dem Beispiel unseres Herrn, um der kranken Seele die geeigneten Hilfen zu bringen. Die Seelen schätzen im Allgemeinen eine sanfte Festigkeit mehr als einen liberalen Laxismus. Sie wünschen, gesund zu werden, selbst wenn dieser Wunsch nicht klar ausgesprochen wird. Da die Reue für den Empfang des Sakramentes unabdingbar ist, ist es oft von Nutzen, auf diese Geistesverfassung und den festen Vorsatz Nachdruck zu legen. Um wahrhaft wirksam zu sein, muss die Reue innerlich sein und zur dauernden Haltung werden. Wenn dieses tiefe Gefühl des Bereuens der Sünde fortdauert, schützt es die Seele vor der Sünde und erhält sie in der Demut, im Misstrauen gegen sich selbst und in beständiger Wachsamkeit. Das ist ja auch jener immer wieder erneuerte Rat unseres Herrn. Vigilate, wachet. Die Genugtuung wird zweifellos durch das Gebet oder die vom Beichtvater aufgetragene Bußhandlung geleistet, aber auch sie muss beständig bleiben im täglichen Gebet, in den Opfern und Abtötungen, im Fasten und im Almosen geben. Bei der Genugtuung zeigt sich auch die Realität des mystischen Leibes in ihrer Wirksamkeit, was die Ablässe betrifft. Ohne Zweifel ist es im Lauf der Geschichte zu Missbräuchen aus Gewinnsucht gekommen. Aber diese simonistischen und zu verurteilenden Missbräuche heben nicht die kostbare Realität dieser Ablässe auf, die der Genugtuung zu Hilfe kommen. Die Genugtuung bleibt Gott gegenüber eine Schuldigkeit und die Ablässe helfen uns, sie noch vor dem persönlichen Gericht in der Stunde unseres Todes zu begleichen. Ein wertvoller Rat für dieses Apostolat ist der, uns in der Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Beziehungen so zu verhalten, dass die Menschen sich nicht scheuen, um das Sakrament der Buße zu bitten, das heißt immer
eine wahrhaft priesterliche Haltung zu bewahren. Anlässlich der Gratia 8. Kapitel. Die Kirche. Der heilige Thomas hat die Kirche eher gelegentlich als ex professo behandelt. Anlässlich der Gratia Capitis, der Gnade Christi als des Hauptes der Kirche, die die Quelle der gesamten heiligmachenden Gnade ist und die der Kirche als dem mystischen Leib zugute kommt, fragt er sich, welches die Glieder dieses mystischen Leibes sind, dessen Haupt unser Herr ist. Seine Antwort ist sehr lehrreich. Er unterscheidet jene, die es nur potenziell sind, von jenen, die es tatsächlich sind, seien sie es endgültig, das ist die leidende und die triumphierende Kirche, einschließlich der Engel, seien es jene, die durch den Glauben und die Liebe dorthin in via sind, seien es die Sünder, die zwar den Glauben haben, aber verdorrte Glieder sind, da sie ja nicht die Liebe haben. Die Kirche als mystischer Leib betrachtet, ist eine geistige Realität, die alle Geister umfasst, die vom göttlichen Leben leben, das ihnen von unserem Herrn verliehen wurde und die wie lebendige Zweige mit dem Weinstock verbunden sind. Leider können sich hier auf Erden viele von ihnen vom Weinstock trennen und zugrunde gehen. Andere hingegen können mit ihm durch eine gültige und fruchtbare Taufe verbunden werden und davon leben. Dennoch stellt sich dieser mystische und für uns unsichtbare Leib hier auf Erden als eine sichtbare hierarchische Gesellschaft dar, die von unserem Herrn gegründet und dazu bestimmt ist, den mystischen Leib nach dem von unserem Herrn seinen Aposteln erteilten Auftrag wachsen zu lassen. Gehet also hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das endgültige Ziel, nämlich das Heil, ist vor allem an den Glauben gebunden. Die gesamte von unserem Herrn eingesetzte Hierarchie steht im Dienst des Glaubens, der es dem Gläubigen ermöglicht, an den Quellen der Liebe, des Heiligen Geistes und seiner Gnade seinen Durst zu löschen. Die ganze Geschichte der Urkirche ist eine sehr lehrreiche Veranschaulichung der strikten Befolgung der von unserem Herrn erteilten Befehle. Mit der Ausgießung des Geistes beim Pfingstereignis wird die Kirche mit ihrer Lebenskraft geboren und geht auf Befehl unseres Herrn daran, für die Getauften eine sakramentale Liturgie einzuführen, die das Gebet, die Predigt, das göttliche Offizium und die Zelebration der Geheimnisse des Kreuzes und der Eucharistie umfasst und durch die rasch die Bischöfe, die Priester und die anderen Weihegrade vermehrt werden, zur Vermehrung und Heiligung derer, die glauben. Aus dem Israel des Alten Testamentes wird das Israel des Neuen Testamentes geboren, dessen Oberhaupt das fleischgewordene Wort ist, das sein Volk durch diese Wüste führt und heranbildet, um es in das gelobte Land zu führen, das nichts anderes ist als die allerheiligste Dreifaltigkeit selbst. Ebenso wie das Israel des Alten Testamentes wegen der fortwährenden Treulosigkeiten gegen Gott eine sehr unruhige Geschichte hatte, die sehr oft das Werk seiner Oberhäupter und seiner Leviten war, erlebt auch die streitende Kirche in dieser Welt unablässig Perioden der Prüfungen wegen der Untreue ihrer Geistlichen durch deren Kompromisse mit der Welt. Je mehr die Skandale von hoher Stelle kommen, desto mehr Katastrophen rufen sie hervor. Sicherlich behält die Kirche in sich selbst ihre ganze Heiligkeit und ihre Quellen der Heiligung, aber die Besetzung ihrer Institutionen durch untreue Päpste und vom Glauben abgefallene Bischöfe zerstört den Glauben der Geistlichen und der Gläubigen, macht die Mittel der Gnade unfruchtbar und begünstigt die Angriffe aller Mächte der Hölle, die zu triumphieren scheinen. Dieser Glaubensabfall macht diese Glieder zu Ehebrechern, zu Schismatikern,
die sich aller Tradition entgegenstellen, mit der Vergangenheit der Kirche gebrochen haben und daher auch mit der Kirche von heute, insofern diese der Kirche unseres Herrn treu bleibt. Alles, was der wahren Kirche treu bleibt, wird zum Gegenstand wilder und ständiger Verfolgung. Aber wir sind nicht die Ersten, die von falschen Brüdern wegen des Bewahrens des Glaubens und der Tradition verfolgt werden. Das Martyrologium lehrt uns das alle Tage. Je mehr die heilige Kirche geschmäht wird, desto mehr müssen wir ihr mit Leib und Seele anhangen, desto mehr müssen wir uns bemühen, sie zu verteidigen und ihr Fortbestehen zu sichern, indem wir aus ihren Schätzen der Heiligkeit schöpfen, um die Christenheit wieder aufzubauen. Wir empfehlen zu diesem Gegenstand die Bücher von Père Calmel und die Schriften von Père Emmanuel über die Kirche, wahrhaft wunderbar. Neuntes Kapitel. Die allerseligste Jungfrau Maria. Der heilige Thomas zeigt uns die großen Privilegien der allerseligsten Jungfrau Maria bei der Abhandlung der Sendung des göttlichen Wortes in diese Welt durch seine Menschwerdung. Summa Theologiae, dritter Teil, Frage 31, Artikel 35. Die Stellung, die Maria beim Werk der Erlösung der Menschheit durch das fleischgewordene Wort einnimmt, ist eine solche, dass sie verdient, auf ganz besondere Weise vor Augen geführt zu werden. Wenn Maria durch ihr Fiat, es geschehe, auf wunderbare Weise die Mutter Gottes, die Mutter des Erlösers geworden ist, wurde sie durch eben diese Tatsache die Mutter seines mystischen Leibes, das heißt aller derer, die hier auf Erden und in der Ewigkeit vom Leben Jesu leben sollten. Sie wurde die Königin der Engel und die endgültige Feindin der Dämonen. Wir sind durch die Taufe ihre Kinder geworden und wir nähren uns von ihrem Fleisch und ihrem Blut in der Eucharistie. Sie ist wahrhaft unsere geistliche Mutter. Dies ist so zu verstehen, dass das Fleisch Jesu Christi und sein Erlöserblut aus dem Fleische und dem Blute Mariens gebildet worden ist. Diese Eigenschaft als Mutter Gottes hat ihr einzigartige Privilegien eingetragen, vor allem ihre unbefleckte Empfängnis mit der Fülle der Gnade vom Augenblick ihrer Empfängnis an. Sie ist das einzige menschliche Geschöpf, das von den Folgen der Erbsünde ausgenommen ist. Ein anderes beispielloses Privileg. Sie ist Mutter Jesu und bleibt Jungfrau vor, während und nach ihrer Niederkunft. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, wie ihr der Engel Gabriel gesagt hat. Das Jesuskind ist aus dem Schoß der Jungfrau Januis Clausis bei geschlossener Türe herausgetreten, ohne ihren Hymen zu verletzen. Sie musste auch nicht die Schmerzen der Mutterschaft erleiden. Wie viele Irrtümer gibt es hierüber in den modernen Katechismen? Sie war also auch von jedem kleinen Fehler und von aller Krankheit ausgenommen, die ja Folgen der Erbsünde sind. Schließlich wurde ihr Leib, da er nicht der Verwesung unterworfen war, wieder auferweckt und in den Himmel aufgenommen. Das ist das Privileg ihrer Aufnahme in den Himmel. Sie ist fortan die Königin des Himmels und der Erde. Sie ist auch, dank ihrer Eigenschaft als Mutter Gottes, die Mittlerin aller Gnaden, die uns geschenkt werden. Ihre geistliche Mutterschaft ist eine alles umfassende. Wenn Jesus das Haupt des mystischen Leibes ist, dann ist Maria dessen Hals, wie die Kirchenväter sagen. Da Maria die Mutter des ewigen Priesters ist, übt sie eine besondere Mutterschaft bei denen aus, die am Priestertum Jesu teilhaben. Möchte doch die allerseligste Jungfrau Maria geruhen, uns zu Priestern nach dem Vorbild ihres göttlichen Sohnes zu formen. Die Marienfrömmigkeit soll für alle Orte der Bruderschaft und für die Herzen aller ihrer Mitglieder Ehrensache sein. Maria wird uns im katholischen Glauben bewahren. Sie ist weder liberal, noch modernistisch, noch ökumenistisch. Alle Irrtümer sind für sie unerträglich und umso mehr die Häresien und der Abfall vom Glauben.
Wir werden mit Gewinn die Bücher des heiligen Ludwig Maria Grignon de Montfort lesen, sowie die Bücher von Père Thérien über die Herrlichkeiten Mariens. 10. Kapitel. Die letzten Dinge. Mit der Aufnahme der allerseligsten Jungfrau Maria in den Himmel überschreiten wir die Grenze, die die irdische Welt von der himmlischen Welt trennt. Seit die göttliche Barmherzigkeit gekommen ist, sich bei uns in der Person des fleischgewordenen Wortes zu offenbaren, verbinden sicherlich unzählige Gnaden die himmlische Welt mit der irdischen. Gleichwohl wissen wir aber, dass für jeden von uns trotz der Gnaden aller Sakramente eine Folge der Erbsünde bleibt, der niemand entrinnt, der Tod. Aber ist denn nicht für die Christen der Tod unseres Herrn eine Milderung der Härte dieses Schmerzes, dieser Strafe? Mit ihm werden wir sterben, mit ihm leben wir, mit ihm werden wir auch leben und auferstehen. Das gesamte Leben des Glaubens und der Gnade lehrt uns, uns den himmlischen Dingen zuzuwenden. Terrestria contemnere et amare celestia. Wie viele Male wiederholen uns das die liturgischen Gebete, das irdische Verachten und das himmlische Lieben. Der heilige Paulus sagt uns den Grund dafür. Das erstere ist vergänglich, das letztere ewig. Der Tod führt uns also von dieser kurzlebigen Welt in die geistige Welt, denn sogar die wiederauferstandenen Leiber werden vergeistigt. Seminatur corpus animale surget corpus spirituale. Es wird gesäet ein sinnlicher Leib, auferstehen wird ein geistiger Leib. Deshalb müssen uns die letzten Dinge in höchstem Grad interessieren, und das umso mehr, als alle unsere Handlungen hier auf Erden diese künftige Ewigkeit vorbereiten. Hinsichtlich dieser letzten Dinge, gleichgültig oder leichtfertig zu leben, ist töricht. Das grundlegende Motiv der Menschwerdung, der Erlösung, ist die Rückkehr zu Gott durch Jesus Christus. Es ist der Kern der Summa Theologiae des heiligen Thomas, denn es ist das Wesentliche unseres Seinsgrundes, bei Gott zu sein für immer. Daraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit, in unseren Predigten ständig auf diese letzten Dinge zurückzukommen. Die geistlichen Übungen des heiligen Ignatius und alle Exerzitien haben kein anderes Ziel, unsere Seele zu retten, indem wir sie durch Jesus Christus heiligen. Alle inspirierten Schriften des Neuen Testamentes haben keinen anderen Zweck, als unsere Aufmerksamkeit auf das Erlangen des ewigen Lebens zu lenken und uns die Verdammnis vermeiden zu lassen. Die gesamte Liturgie der Kirche umgibt uns, geleitet uns, nährt uns, um zum wesentlichen Ziel zu gelangen. Ihr gesamter missionarischer Geist ist auf die Aussendung von Hirten gerichtet. Euntes docete, ite ad vineam meam, gehet hin und lehret, gehet in meinen Weinberg. Die Unterweisung der Kirche über diese letzten Dinge ist wie jene unseres Herrn eindeutig und klar, obwohl ihre Art und Weise noch geheimnisvoll bleiben. Die Gewissheit unseres Heils, die Zahl der Auserwählten und der Verdammten, die Art, wie sich das persönliche Gericht im Augenblick unseres Todes abspielen wird, die genaue Art des Fegefeuers, seine Dauer, wo wir da ja nicht mehr der Zeit unterworfen sind, der Stand der Auserwählten vor dem allgemeinen Gericht und der Auferstehung, so viele Situationen, die für uns noch Geheimnisse sind. Dennoch wissen wir, und das ist das Wesentliche, dass die den Auserwählten vorbehaltene Glückseligkeit alles übersteigt, was sie sich vorstellen können, und dass die Hölle ein Ort schrecklicher Qualen ist. Versuchen wir mit Hilfe des heiligen Thomas, die Unterweisung der Kirche über das, was die Vorsehung nach dem Tod geplant hat, etwas zu präzisieren. Es ist wichtig für den Priester, dem die Sorge für die Seelen obliegt, das Jenseits gut zu kennen und damit zu leben
und so die Sterbenden oder die Verwandten und Freunde derer, die sterben, genau unterrichten zu können. Es ist ja eine seiner hauptsächlichen Pflichten, bei den Gläubigen während ihrer letzten Stunden hier auf Erden zu wachen, sie aufzuklären, sie zu ermutigen, sie durch die Sterbesakramente, durch die Sterbegebete vorzubereiten, dann ihre sterbliche Hülle zum Altar des heiligen Opfers und schließlich auf den Friedhof zu geleiten. Wie viele kostbare Unterweisungen können bei diesen Gelegenheiten denen erteilt werden, die den Verstorbenen umgeben? Die konziliaren Neuerungen auf diesem Gebiet sind für den Glauben der Gläubigen skandalös und grenzen an Häresie. Die Zeremonien geben zu verstehen, dass alle Seelen gerettet werden, selbst die ärgsten Feinde des Katholizismus haben Zutritt zur Kirche, die Urnen der Feuerbestatteten werden zugelassen, die Priester begleiten den Leichnam nicht mehr zum Friedhof, das Fegefeuer wird ignoriert, was die Gebete und die Fürbitten für die Verstorbenen unverständlich macht. Nun ist das aber immer noch eine Kundgebung des Glaubens der Kirche, die die Gläubigen bewegt. Was geschieht genau in dem Augenblick, wo die Seele in gewisser Weise aus einem Leib vertrieben wird, der sich nicht mehr im Zustand befindet, von einer Seele belebt zu sein? Der heilige Thomas meint und stützt sich dabei übrigens auf die Worte unseres Herrn selbst, dass die Seelen entsprechend dem Zustand, in dem sie sich befinden, von selbst die Orte, die für sie bestimmt sind, aufsuchen, nach der Art der Körper, die ihre Orte aufsuchen, von denen sie durch ihre Schwere angezogen werden. Die Seelen, die im Stand der Gnade sind und deren Liebe vollkommen ist, gehen in den Himmel ein, genießen dort sogleich die Anschauung Gottes und warten auf die Vollendung der Glückseligkeit, die ihnen die Auferstehung ihres Leibes bringen wird. Die Seelen, die im Stand der Gnade sind, deren Liebe aber wegen ihrer lästlichen Sünden gemindert und unvollkommen ist, und die noch die für ihre schon vergebenen Sünden geschuldeten Strafen abbüßen müssen, begeben sich in das Fegefeuer. Die noch durch die Erbsünde beladenen Seelen, die aber ohne persönliche Sünden sind, begeben sich in den Limbus. Im Limbus Patrum, auch Vorhölle genannt, mussten die alttestamentlichen Gerechten bis zur Himmelfahrt Christi ohne Pein und Schmerz auf den Eintritt in den einstweilen verschlossenen Himmel warten. Der Limbus Puerorum ist der Ort oder Zustand der mit der Erbsünde allein hingeschiedenen Kinder, die sich weder im Himmel noch in der Qual der Hölle befinden. Und werden zwar die Anschauung Gottes nicht haben, sich aber einer natürlichen Glückseligkeit erfreuen. Die Seelen im Zustand der schweren Sünde, die der Liebe beraubt sind, werden sich für immer in die Hölle begeben und auf die Auferstehung ihres Leibes warten, die dann ein Gegenstand zusätzlichen Leidens sein wird. Drei Orte sind endgültig, der Himmel, der Limbus und die Hölle, und keine Fürbitte, kein Gebet, keine gute Tat, keine Fürsprache kann den Zustand der Seelen, die dort weilen, ändern. Es ist also klar, dass alle Gebete, alle Fürbitten, die Ablässe, alle Almosen, die die Kirche für die Verstorbenen nahelegt und unternimmt, nur die Erleichterung und die Befreiung der Seelen im Fegefeuer zum Ziel haben, die selbst nichts mehr für sich tun können. Deshalb ist es notwendig, auf die Tatsache Gewicht zu legen, dass die Existenz des Fegefeuers ein Glaubenssatz ist. Wer das Fegefeuer leugnet, ist Heretiker. Wenn das Fegefeuer nicht existieren würde, wäre alles, was die Kirche seit ihrem Anfang getan oder zu tun verlangt hat, um es den Seelen der Verstorbenen zugutekommen zu lassen, gegenstandslos gewesen. Sicherlich nähern sich die Seelen im Fegefeuer zunehmend dem Himmel und werden nach ihrer Läuterung befreit sein, aber die Fürbitten der streitenden Kirche können ihnen wirksam helfen, schneller befreit zu werden, vor allem durch die Darbringung des heiligen Messopfers. Gleichwohl können die Seelen im Fegefeuer
von der Liebe beseelt, für uns Fürsprache einlegen. Sie werden es umso glühender tun, je mehr wir ihnen zu Hilfe kommen. Wenn wir uns mit dem Geist der katholischen Kirche in Einklang bringen wollen, müssen wir der Seelen in diesem Fegefeuer in wahrer Andacht gedenken, da wir selbst uns ja dort aller Wahrscheinlichkeit nach mehr oder weniger lang aufhalten werden. Wünschen wir es uns, es wird das Zeichen unserer Auserwählung sein. Wenn wir die Heiligkeit und die unvergleichliche Reinheit Gottes erkennen können, würden wir nicht erstaunt sein, dass er in uns Unvollkommenheiten entdeckt, die nicht mit der Heiligkeit der allerheiligsten Dreifaltigkeit vereinbar sind. Wir werden nicht lange bei der Behandlung des Limbus verweilen, wo sich die Seelen befinden, die nur die Erbsünde haben ohne persönliche Sünde. Diese Seelen sind der Anschauung Gottes nicht teilhaftig, da sie aber wissen, dass sie absolut unfähig sind, sie zu genießen, leiden sie nicht darunter. Das ist die Ansicht des heiligen Thomas und der Mehrzahl der Kirchenlehrer. Vergleiche Père Lachat, Somme Théologique de Saint Thomas, Band 15, Seite 480, Frage 21. Es ist sehr wertvoll, Eltern antworten zu können, die am Ableben ihres Kindes, bevor es getauft werden konnte, nicht schuld sind. Aber wie groß ist hingegen die Verantwortung der Mütter, die sich der Abtreibung unterziehen und derer, die dazu beitragen? Wie sollte man sich nicht wegen dieser Verbrechen, sowohl in dieser Welt als auch in der anderen, vor dem Fluch Gottes fürchten? In diesen Zeiten, in denen alle Dogmen in Frage gestellt werden, sogar innerhalb der Kirche, ist es wichtig, die Lehre der Kirche gut zu kennen, um sie erneut zu bekräftigen und die Seelen zu retten. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ohne Zweifel ist die kindliche Furcht wünschenswerter als die knechtliche Furcht, die Zerknirschung wünschenswerter als die unvollkommene Reue. Aber wie viele Seelen haben sich durch die knechtliche Furcht und die unvollkommene Reue gerettet? Die Furcht vor der Hölle ist eine heilsame Furcht, die viele Seelen von der schweren Sünde fernhält. Die Menschen haben recht, wenn sie diese furchtbare Züchtigung fürchten, von der unser Herr mit Worten spricht, die erzittern lassen. Von dieser sofortigen und ewigen Züchtigung, ohne Möglichkeit des Nachlasses, weil der Hass alle Liebe zerstört und weil das Fehlen der Liebe eben die Hölle ist. Was man um jeden Preis austilgen muss, das ist die Gewohnheit, schwer zu sündigen oder das Verharren im Zustand der schweren Sünde. Dazu ist es gut, uns den Ernst der Todsünde bezüglich ihrer Folgen immer wieder vor Augen zu halten und unablässig darüber zu meditieren. Zwei Gegenstände der Meditation, welche uns unverhüllt den, wie man sagen kann, grenzenlosen Ernst der schweren Sünde zeigen, müssen uns vor Augen stehen. Die eine Sünde des Ungehorsams von Adam und Eva hat zwei Wirkungen hervorgerufen, die genügen müssten, uns von aller schweren Sünde fernzuhalten. Die erste Folge sind alle Übel, die schrecklichsten, die man sich vorstellen kann, die sich über ihre Nachkommenschaft ergossen haben, bis hin zur Hölle. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Leiden, der Kriege, der Krankheiten, der gegenseitigen Grausamkeiten der Menschen, des Todes, vor allem aber des moralischen Elends, das mit einem ewigen Feuer endet. Eine einzige Sünde hat diese unzählbaren Unglücke hervorgerufen. Die zweite Folge ist der Tod Gottes am Kreuz. Der Tod, den Gott selbst für das einzig angemessene Mittel erachtet hat, die Folgen der Sünde aufzuheben und jene geistlich wieder aufleben zu lassen und eines Tages auch körperlich, die an ihn glauben werden und von ihm die Gnade des göttlichen Lebens empfangen werden, die Vorbereitung für das ewige Leben. Was dieses Leiden und dieser Tod bedeutet haben, müssen wir unsere liebe Frau von den sieben Schmerzen fragen, damit sie uns helfe, das Leiden und die Liebe des gekreuzigten Gottes in dem Leib zu ermessen,
den er von ihr zu empfangen sich gewürdigt hat. Eine einzige Sünde hat die Passion und die Kreuzigung des fleischgewordenen Wortes hervorgerufen. Könnten wir doch mit Hilfe dieser Betrachtungen jede schwere Sünde vermeiden und ebenso unseren Gläubigen helfen, sie zu vermeiden und im Fall der Sünde den Rettungsanker zu ergreifen, das Sakrament der Buße. Auch da erscheint unsere heilige Messe, das Opfer des erhöhten Kreuzes, als das Zeichen des Heils und des Sieges über Satan, über die Sünde, über den Tod, über die Welt. Mors mortua tunc est, ave crux spes unica, in hoc signo vinces. Wir dürfen nicht zögern, von der Hölle zu sprechen, wie es unser Herr selbst unter so manchen Umständen getan hat. Er hat sehr wohl nachdrücklich auf das Feuer der Hölle, auf die immerwährenden Leiden und auf ihre ewige Dauer hingewiesen. Wir müssen diese Worte unseres Herrn oft wiederholen, um die Seelen unserer Gläubigen zu retten. Alle Tage bringen wir das heilige Messopfer mit dieser Intention dar, die christliche Familie vor der ewigen Verdammnis zu bewahren, ab aeterna damnatione eripi. Und nun müssten wir über das himmlische Vaterland meditieren, wo sich die geheiligten und gereinigten Seelen wiederfinden, um endlich die ewige Glückseligkeit zu genießen. Dennoch wollen wir, wie der heilige Thomas, bevor wir über die Wohnung der allerheiligsten Dreifaltigkeit betrachten, einige Worte über die Belohnung und das allgemeine Gericht sagen. Unser Herr lehrt uns, dass diese Welt ein Ende haben wird, wenn Gott in seiner allmächtigen Weisheit entschieden haben wird, dass die Zahl der Auserwählten voll ist. Vorausgehende Zeichen, besonders das Kommen des Antichrist, werden dieses Ende ankündigen. Aber niemand weiß den Tag noch die Stunde. Gott hat sich dieses Geheimnis vorbehalten. Gleichwohl lehrt uns die Heilige Schrift und die Tradition, dass dieses Ende plötzlich eintreten wird, in einem Augenblick in ictu oculi. Dann werden die vorausgesagten Ereignisse eintreten, die Allmacht Gottes und unseres Herrn Jesus Christus wird sich durch die sofortige Reinigung der Seelen des Fegefeuers offenbaren, sowie durch den Tod und die unmittelbare Reinigung der Seelen, die noch zu reinigen gewesen wären, und die Zeugen aller dieser Ereignisse sein werden. Beim Schall der Posaunen der Engel werden alle Leiber wieder auferstehen, zur Vollendung der Glorie der Auserwählten und zur Vermehrung der Leiden der Verdammten. Dann wird unser Herr in seiner Glorie erscheinen, um das allgemeine Gericht zu vollziehen, das der Geschichte der Menschheit ein endgültiges Ende bereiten wird, um seine mystische Braut, die Kirche und alle Glieder seines mystischen Leibes zu verherrlichen und um sie für die Ewigkeit mit sich in den Schoß der glückseligen Dreifaltigkeit zu führen. Aber er wird zugleich auch alle jene in die ewige Finsternis verstoßen, die nicht an ihn geglaubt haben oder die in ihrem Leben die Liebe des Heiligen Geistes zurückgewiesen und sich dem ihrem Herzen eingeprägten Gesetz der Liebe widersetzt haben, die es vorgezogen haben, ihren Leidenschaften und ihrem selbstmörderischen Egoismus zu folgen. Nach der Ansicht des heiligen Thomas wird das allgemeine Gericht durch eine besondere geistige Erleuchtung wahrgenommen werden, durch die jedem das über ihn verhängte Urteil einsichtig wird. Man kann annehmen, dass die Auserwählten von diesem Augenblick an leuchten werden wie gekleidet in das hochzeitliche Gewand, während die Verdammten verfinstert sein werden. Die Engel werden sich zugleich anschicken, die Auserwählten um unseren Herrn zu scharen und seine Feinde in die Hölle stoßen. Auf solche Weise wird sich durch unseren Herrn die Rückkehr zu Gott erfüllen. Selig jene, die ihr Leben damit verbracht haben, das Herz Jesu und das Herz Mariens sowohl in ihrer Seele als auch um sich herum herrschen zu lassen und sich bemüht haben,
immer deren Willen zu erfüllen, voll der Gnade des Heiligen Geistes, die sie besonders durch die Wassertaufe, die Bluttaufe oder die begierte Taufe erhalten haben. Dann wird es keinen Ökumenismus geben, keine Religionsfreiheit, sondern nichts als katholische Christen, unter ihnen auch Konvertiten aus den falschen Religionen. Wie wunderbar und tröstlich ist diese Lehre der katholischen Kirche, die vom Fleisch gewordenen Wort Gottes im Lauf der Menschheitsgeschichte geoffenbart wurde und die unser Herr endgültig abgeschlossen hat, als er unter uns lebte. Die Apostel haben dieses kostbare hinterlegte Glaubensgut getreulich niedergeschrieben und überliefert, und damit war die prophetische Epoche abgeschlossen. Es begann dann die dogmatische Epoche, während der die Kirche definierte, was zu diesem hinterlegten Glaubensgut gehört. Die Kirchenväter und die Theologen haben unter der wachsamen Aufsicht der Kirche dieses hinterlegte Glaubensgut getreulich erforscht und haben es ausgelegt, geordnet und gegen die Häresien verteidigt. Der heilige Thomas glänzt unter ihnen hell wie ein Licht. Seine Summa Theologiae ist ein Meisterwerk des Zusammenwirkens von Glaube und Vernunft, um die Offenbarung auf unwiderlegbare Grundlagen zu stellen. Sie zeigt klar und eindeutig, dass ihre beiden Quellen göttlichen Ursprungs sind und sich daher immer nur gegenseitig bestätigen können. Gleichwohl bleibt der Glaube die sicherste Quelle der Wissenschaft von Gott und den göttlichen Dingen. Er bleibt die goldene Regel der Weisheit. Die Summa könnte man so zusammenfassen: Von Gott kommen, um durch Gott als Mittel zu Gott zurückzukehren. Das ist das Schicksal des Menschen. Wie wunderbar, was für ein Programm. Das Studium dieses Programms nach der Schule des heiligen Thomas erfüllt uns ständig mit Bewunderung und versenkt uns in die Betrachtung der Geheimnisse der Weisheit, der Wissenschaft und der Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit für seine menschlichen Geschöpfe. Der Abschluss dieser Studie kann nur eine Betrachtung des unaussprechlichen Geschenkes sein, zu dem sich Gott selbst durch das fleischgewordene Wort für seine Auserwählten gemacht hat. Ein Geschenk, das jeden Ausdruck und jede Beschreibung übersteigt, wie der heilige Paulus bekräftigt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott, der reine und ewige Geist, hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen, auch als Geister, ausgestattet mit Verstand und Willen, um uns dazu auszuersehen, ihn zu erkennen, ihn zu lieben und sich seiner ewig zu erfreuen. Damit wir ihn sehen und uns seiner erfreuen, war es notwendig, dass er unseren Geist, unserer Seele, einen Zuwachs an Vollkommenheit verleiht, die uns seiner göttlichen Natur teilhaftig macht und unsere Fähigkeiten erhöht, damit wir ihn so betrachten können, wie er sich selbst erkennt, aber selbstverständlich nicht in dem Ausmaß, in dem er sich selbst erkennt, was nur den göttlichen Personen vorbehalten ist. Es ist kein Bild noch eine Idee Gottes, was unser Verstand sehen wird, sondern Gott selbst ohne Vermittlung. Gott, der in höchstem Maß begreifbar ist, wird selbst unmittelbares Objekt, die Form unseres Verstandes. Wir werden ihn also wahrhaft so erkennen, wie er ist. Deshalb ist es für uns hier auf Erden unmöglich, uns vorzustellen, worin diese Anschauung Gottes bestehen kann, die in unserer Seele eine nie versagende Liebe für Jesus und die allerheiligste Dreifaltigkeit entflammen wird. Dann wird die Glorie Gottes, sein Glanz, sein Licht uns umhüllen und uns die Glorie verleihen. Diese Glorie wird sich über unseren verklärten Leib erstrecken, der mit den Eigenschaften der Leidensunfähigkeit, der Feinheit, der Beweglichkeit und der Klarheit ausgestattet sein wird.
Was wir an Gott sehen werden, wird an Schönheit, an Güte, an Glanz, alles, was wir uns vorstellen können, übersteigen. Wir werden die triumphierende Kirche bewundern und vor allem unseren Herrn mit allen seinen königlichen und göttlichen Privilegien. Maria, die Königin des Himmels, geschmückt mit allen ihren Gaben, die Myriaden von Erzengeln und Engeln und alle Auserwählten in der dem Grad ihrer Liebe entsprechenden Verschiedenheit ihrer Glorie. Gott wird wahrhaft in allen alles sein, geehrt und angebetet, wie es sich geziemt, ohne Misston. Im Licht des unendlichen Seins der allerheiligsten Dreifaltigkeit und ihrer Vollkommenheiten werden unsere Seelen hingerissen sein in Danksagung für alles, was Gott für unser Heil auf sich zu nehmen geruht hat. Und wir werden beschämt sein angesichts der Barmherzigkeit, die Gott uns gegenüber hat walten lassen. Die Tradition lehrt uns, dass die Jungfrauen, die Märtyrer und die Kirchenlehrer besondere Glorienkränze haben werden, die ihre Glorie vermehren. Wie sollten wir angesichts dieser Aussichten, die Gegenstand unseres Glaubens und das Ziel unserer Existenz sind, nicht wie unser Herr in seiner Todesangst im Garten des Ölbergs seufzen, bei dem Gedanken an alle jene unserem Herrn ferne Seelen, die ihn durch Gleichgültigkeit, Vernachlässigung und Sünde missachten und der Hölle zusteuern? Unser Herr hat in seiner missionarischen Liebe die Kreuzigung auf sich genommen, denn durch sein Kreuz wollte er die Tore des Heils öffnen und die Verdienste anhäufen, die ausreichten, die ganze Menschheit zu retten. Er hat damals 12 Apostel auserwählt, hat ihnen die Gewalt über sein Opfer, über seinen Leib und sein Blut verliehen und sie zu Priestern seines Priestertums bestellt. Er hat sie durch den Heiligen Geist unterwiesen und geheiligt und sie dann bis an die Grenzen der Erde ausgesandt, um die Botschaft des Heils zu verkünden und jene, die an seinen Namen glauben, durch die Taufe und die Sakramente zu heiligen. In der Nachfolge der Apostel bereiten wir uns vor, an diesem Priestertum teilzuhaben oder haben bereits daran teil. Setzen wir unser ganzes Vertrauen auf den, der uns entsendet, unseren Herrn Jesus Christus, den Gekreuzigten, und predigen wir so wie die Apostel die wahre Lehre des Heils in unserem Herrn und bringen wir das Opfer der Erlösung dar. Die Ergebnisse werden dieselben wie bei den Aposteln sein. Einige glaubten, andere wandten sich ab. Wir werden dich hierüber ein anderes Mal hören. Einige verfolgen uns, wie unser Herr verfolgt worden ist, und ebenso die Apostel. Wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das Wichtigste ist, dass wir unsererseits in unserem priesterlichen Leben alles vermeiden, was für die Wirksamkeit unseres Apostolates ein Hindernis sein kann, besonders das Aufgeben des Gebetes und der Vereinigung mit Gott. Bewahren wir vor allem den Glauben. Für ihn ist unser Herr gestorben, weil er seine Göttlichkeit bekräftigt hatte. Für ihn sind alle Märtyrer gestorben. Durch ihn haben sich alle Auserwählten geheiligt. Fliehen wir jene, die bewirken, dass wir ihn verlieren, oder die ihn mindern. O Timotei, depositum custodi, de vitans profanas vocum novitates, certo bonum, certamen fidei, apprehende vitam aeternam. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, indem du die verwerflichen Neuerungen im Reden meidest, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut essemus sancti. Wie er uns denn in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig seien. Ich in katholischen Religion. Ergänzende Bemerkungen. Erstens. Die absolute Notwendigkeit,
der christlichen katholischen Religion für das Heil und die Heiligkeit. Das Streben nach der christlichen Heiligkeit in Jesus Christus und durch Jesus Christus ist nicht dem freien Ermessen überlassen. Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut essemus sancti, wie er uns denn in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig seien. Dieser absoluten Notwendigkeit, das Heil zu erlangen, kann kein menschliches Geschöpf entgehen. Die gesamte Schrift bezeugt das. Und unser Herr, durch den alles geschaffen wurde, hat die Kirche, den Staat und die Familie gestiftet, damit sie, jedes seiner Natur entsprechend, sich an der Heiligung der Seele durch Jesus Christus beteiligen. Die Freiheit, die uns Gott schenkt, hat durch das Gesetz der Liebe als wesentliche Zweckbestimmung das Wahre und das Gute. Es ist uns nicht freigestellt, Gott die allerheiligste Dreifaltigkeit und unseren Nächsten zu lieben oder nicht zu lieben. Zwischen der Freiheit einerseits und dem Gesetz der Liebe und der Nächstenliebe andererseits besteht eine Wechselwirkung. Gott hat dafür gesorgt, uns durch sein Wort seine Gesetze zu geben, seine göttlichen, ganz vom Geist der Liebe, vom Heiligen Geist inspirierten Gesetze. Mit diesen göttlichen Gesetzen müssen die Gesetze der Kirche, des Staates und der Familie übereinstimmen und so den Seelen, die vom Irrtum und von der Sünde angefochten sind, zu Hilfe kommen und ihnen helfen, sich zum einzigen Arzt zu bekehren, zu Jesus Christus, der die Wahrheit und die Heiligkeit ist. Die Seelen vom Gehorsam gegenüber den Gesetzen der bürgerlichen Gesellschaft, die ja nichts anderes sind, als die Anwendungen der göttlichen Gesetze zu entbinden, und aus dieser Befreiung ein natürliches Recht zu machen, ist ein Verbrechen der Auflehnung gegen Gott, gegen unseren Herrn. Die Laizisierung der katholischen Staaten ist ein Verbrechen der Apostasie, das nach Rache schreit, wenn man ihre Folgen für das Verlorengehen der Seelen erwägt. Die Kultusfreiheit und der Ökumenismus, der diese begünstigt, sind Wahnsinn, wie Gregor der 16. in seiner Enzyklika Mirari Vos sagt. Zweitens, die Objektivität unserer geistlichen Natur und der Heiligkeit. Gefahren des konziliaren Subjektivismus. Unsere Spiritualität ist objektiv in dem Sinn, dass alles, was uns heiligt, durch unseren Herrn von Gott kommt. Ohne mich, sagt unser Herr, könnt ihr nichts tun. Das ganze 15. Kapitel des heiligen Johannes ist eine Bekräftigung dieser Wirklichkeit. Unser Verstand heiligt sich in der Wahrheit, die ihm gelehrt wird und die nicht aus unserem Verstand kommt. Unser Wille heiligt sich im Gesetz und in der Gnade des Herrn, die nicht aus unserem Willen kommt. Diese Abhängigkeit von der göttlichen Wirklichkeit, die ja nicht mit uns selbst identisch ist, ist entscheidend, um die Seele tief in der Tugend der Demut, in der Anbetung, in der Dankbarkeit und in einem immer heftigeren Verlangen verankert zu erhalten, aus den Quellen der Heiligkeit, besonders jenen des Herzens Jesu, unseren Durst zu löschen und uns zu nähern. Père Garrigou Lagrange, Seite 366, hat in seiner Einleitung zu De Christo Salvatore sehr tiefsinnige Betrachtungen über die Objektivität der Spiritualität, die in unserer Zeit des Subjektivismus sehr nützlich sind. Es ist schwer, die geistlichen Verwüstungen zu ermessen, die durch die subjektivistische Tendenz des Konzils, durch seinen Personalismus angerichtet wurden, der sich zu Unrecht bemüht, die Zweckbestimmung der menschlichen Natur und die Zweckbestimmtheit ihrer Freiheit unberücksichtigt zu lassen. So erklärt sich diese Verherrlichung des Menschen, seiner Rechte, seiner Freiheit und seines Gewissens.
ein heidnischer Humanismus, der die katholische Spiritualität, den priesterlichen Geist und den Ordensgeist zerstört. Wie sehr müssen wir über diese Tatsache meditieren, um katholisch zu bleiben und die Grundsätze und Quellen der wahren Heiligkeit zu bewahren. Selig die Esurientes, die Hungernden, und die Pauperes Spiritu, die Armen im Geiste des Magnificat und der Seligkeiten. Wehe den Reichen, die von sich selbst erfüllt sind und nicht mehr Gott noch Jesus Christus brauchen. Aus einer Welt kommend, in der überall der Subjektivismus herrscht, die das individuelle Gewissen, die Gewissensfreiheit, die Autonomie der Person zur Grundlage der gesellschaftlichen Beziehungen macht, die alle Irrtümer, alle Laster rechtfertigt, muss es den jungen Seminaristen am Herzen liegen, in der Objektivität unserer Seelenkräfte den Weg der Wahrheit und der Tugend wiederzufinden und in unserem Herrn die Wahrheit und die Heiligkeit wiederzufinden. Drittens. Die providentielle Auserwählung Roms als Sitz Petri und die Segnungen dieser Wahl für das Wachsen des Corpus Mysticum unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, noch einige Zeilen hinzufügen zu müssen, um die Aufmerksamkeit unserer Priester und unserer Seminaristen auf die unbestreitbare Tatsache der römischen Einflüsse auf unsere Spiritualität, auf unsere Liturgie und selbst auf unsere Theologie zu lenken. Man kann nicht leugnen, dass es sich hier um eine providentielle Tatsache handelt. Gott, der alles lenkt, hat in seiner unendlichen Weisheit Rom darauf vorbereitet, der Sitz Petri und der Mittelpunkt der Ausstrahlung des Evangeliums zu werden. Daher das geflügelte Wort «Onde Christo e Romano» – «Jeder Christ ist ein Römer» – Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, 32, Vers 102. Dom Géranger zeigt in seiner Histoire de Saint-Cécile den großen Anteil, den die bedeutenden römischen Familien an der Grundlegung der Kirche hatten, als sie Gut und Blut für den Sieg und die Herrschaft Jesu Christi opferten. Unsere römische Liturgie ist dafür ein getreuer Zeuge. Dom Prosper Louis Pascal Géranger, OSB, 1805 bis 1875, Gründer und Abt von Solesmes, geschichtliche Hauptwerke, Origine de l'Église Romaine, Paris 1836, Saint-Cécile et la Société Romaine aux deux premiers siècles, zwei Bände, Paris 1897. Die Romanität ist kein leeres Wort. Die lateinische Sprache ist dafür ein wichtiges Beispiel. Sie hat den Ausdruck des katholischen Glaubens und Kultes bis an die Grenzen der Erde getragen. Und die bekehrten Völker waren stolz darauf, ihren Glauben in dieser Sprache zu besingen, dem realen Symbol der Einheit des katholischen Glaubens. Die Schismen und die Häresien haben oft mit einem Bruch mit der Romanität begonnen, einem Bruch mit der römischen Liturgie, mit dem Latein, mit der Theologie der lateinischen und römischen Väter und Theologen. Gerade diese Kraft des in der Romanität verwurzelten katholischen Glaubens wollte die Freimaurerei zum Verschwinden bringen, indem sie den Kirchenstaat besetzte und das katholische Rom in die Vatikanstadt einschloss. Diese Besetzung Roms durch die Freimaurerei ermöglichte die Infiltration des Modernismus in die Kirche und die Zerstörung des katholischen Rom durch die modernistischen Geistlichen und Päpste, die sich beeilen, alle Spuren der Romanität zu zerstören. Die lateinische Sprache, die römische Liturgie. Der slawische Papst ist am meisten darauf versessen, selbst das Wenige zu ändern, was der Lateranvertrag und der Konkordat noch bewahrt haben. Rom ist nicht mehr heilige Stadt. Er fördert die Niederlassung falscher Religionen in Rom, veranstaltet dort skandalöse ökumenistische Versammlungen,
drängt überall zur Inkulturation der Liturgie und zerstört so die letzten Spuren der römischen Liturgie. Er hat den Status des Vatikanstaates praktisch umgewandelt. Er hat auf die Krönung verzichtet und damit abgelehnt, Staatsoberhaupt zu sein. Die Verbissenheit dieses Vorgehens gegen die Romanität ist ein untrügliches Zeichen des Bruches mit dem katholischen Glauben, den er nicht mehr verteidigt. Die päpstlichen Universitäten von Rom sind Lehrkanzeln modernistischer Pest geworden. Der koedukative Charakter der Gregorianer ist ein dauernder Skandal. Lieben wir es, den Wegen der göttlichen Vorsehung und der göttlichen Weisheit nachzuspüren, die durch Rom gehen, und wir werden zu dem Schluss kommen, dass man nicht katholisch sein kann, ohne römisch zu sein. Das lässt sich auch auf jene Katholiken anwenden, die weder die lateinische Sprache noch die römische Liturgie haben. Wenn sie katholisch bleiben, dann weil sie römisch bleiben. Wie zum Beispiel die Maroniten, und zwar durch die Bande zur französischen, katholischen und römischen Kultur, die sie geformt hat. Man ist übrigens in einem Irrtum befangen, wenn man von der römischen Kultur als von einer abendländischen Kultur spricht. Die katholischen Juden haben alles aus dem Orient mitgebracht, was christlich war, alles, was im Alten Testament eine Vorbereitung war und ein Beitrag zum Christentum werden sollte, alles, was unser Herr aufgenommen hat und was der Heilige Geist den Aposteln zu gebrauchen eingegeben hat. Wie oft belehren uns die Briefe des Apostel Paulus darüber. Gott wollte, dass das Christentum, das in gewisser Weise in die römische Gussform geflossen war, dadurch eine außergewöhnliche Lebenskraft und Verbreitung erhalte. Alles im göttlichen Plan ist Gnade, und unser göttlicher Erlöser hat alles so verfügt, wie es von den Römern gesagt wird. Cum concilio et patientia, mit Rat und Geduld, oder suaviter et fortiter, sanft und stark. Auch wir sind aufgerufen, diese römische, von unserem Herrn gewollte Tradition zu bewahren, wie er auch wollte, dass wir Maria zur Mutter